Okay, gut. Ja, aber es baut sich langsam auf. Also wenn Fabio jetzt rausfliegt, dann ist Fritz halt Winner, ne? Dann ist Fritz halt einfach Winner. Ich weiß auch nicht. So, okay, dann machen wir es folgendermaßen. Wir ziehen das Stream-Opfer des Tages und dann versuchen wir, in RimWorld Chat zu retten. Los geht's. Channelname Bondra, Zeit maximal. Wir spielen Games und Movies auf Englisch. Wenn ihr irgendwas in den Chat schreibt, dann werdet ihr wahrscheinlich gebannt. So, oh, falsch rum. Hier. So. Wenn man eine Gebirgsschlange ist, dann könnte man auch sagen, man ist eine. Also wenn man eine, auf Englisch, wenn man eine bergige, eine Gebirgs. Okay, es war. Okay, Chat, okay. War nicht perfekt beschrieben, aber. Aber ihr versteht, wo ich herkomme, oder? So, hier kommt ein Preis. Schaufer. Was ist denn das? Schäuferlamm mit Kloß. Schäuf. Schaufe, was ist denn das? Hier kommt ein Preis. Then check this out. Alles, das kommt mal vier. Then check this out. Roll, roll. Chat stirbt heute. Chat wird heute sterben. Heute neue Staffel RimWorld. Ich sag's euch, es ist over. Okay, gut, dann alles, was jetzt kommt, VIP mal 4. Then check this out. Nee. Nee. Oh Mann. Alles, was jetzt kommt, VIP mal 8. Oh mein Gott. Check this out. Oh! Nee. 8 Monate VIP. Ich kann gar nicht so weit zählen. Wie viel sind 8 Monate? Ach du Scheiße. Erstmal gucken. Was sind 8 Monate in Sekunden? Ah, nur 21 Millionen Sekunden, das geht ja noch. Wow. Also noch bis zum Sommer einfach VIP. Warte mal, wir müssen es hier reinschreiben. Ich habe Schluck auf, weil ich so aufgeregt bin. Okay, heute wieder mal. Ey, wir müssen jetzt aber ganz gechillt spielen. Also eigentlich, also in der Theorie ist Chat wirklich tot, ne? In der Theorie ist Chat wirklich tot. In der Praxis gucken wir jetzt, wie wir ihn retten können. Oder auch nicht. Wenn Chat heute endgültig stirbt, dann werden wir eine neue Staffel starten. Und zwar die 300% Staffel, Chat. Gott, ey. Okay. So, wo bin ich? Hier. RimWorld. Drücken mal Play. Dann machen wir einen Streamtitel. So. Okay, das stimmt soweit. Dann machen wir hier RimWorld rein. Das passt. Und wir machen daraus AOK.
So. Willkommen. Wir spielen heute wieder RimWorld. Aktuell noch auf 400%. Der Spielstand heißt alles RIP. Der Spielstand heißt so, weil wir Chat letztes Mal gewaltsam gefangen nehmen mussten. Er dann tödlich verletzt wurde. Und unsere letzte Möglichkeit, ihn am Leben zu erhalten, war, ihn in eine Kryokapsel zu stecken und einzufrieren. Ja. Keine Ahnung, das ist der aktuelle Stand. Ich lade jetzt einfach mal und wir gucken mal, was wir draus machen können. I don't know. Also wir müssen jetzt wirklich... Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute eine neue Staffel starten, ist relativ hoch. Kryptokapsel, ja, sorry. So. Also, das ist der aktuelle Stand. Das hier ist unsere Base. In unserer Base sind zwei Stück. Das sind diese Soldaten, die wir haben. Von der Quest, die diesen Typ hier bewachen sollen. Der chillt ja auch noch in der Base. So, dann haben wir Turi. Turi liegt verletzt. Und sterbend in ihrem Bett. Hat übrigens nur eine Holzhand. Und Chat liegt aktuell hier. Also, wir müssen erst mal versuchen, Turi am Leben zu erhalten. Aber ich wüsste nicht, wie. Weil die Leute, die wir in der Kolonie haben, die verweigern alles, außer Bettruhe und Patient zu sein. Turi Self-Heal an. Mama Self-Heal an, aber ich glaube, es kriegt sie nicht hin. Turi kann weder laufen, noch ist sie ansprechbar. Obwohl, Bewusstsein ist bei 76%, Bewegen bei 33%. Oh mein Gott. Hier oben ist ein Feuer ausgebrochen, ist aber okay. Wir haben hier eine Ratte. Eine Piratengruppe der Fraktion Die Wilden Frösche ist mit Transportkapseln eingetroffen. Ihre Kapseln haben den Geist aufgegeben und landen an beliebigen Stellen. Sie greifen sofort an. Okay, einer ist direkt drin. Einer landet im Feuer, was gut ist. Wie stark sind die hier verletzt? Die haben Prellungen und wurden immun. Der hat keine unmittelbare Gefahr. Haben die Selfie? Können die Selfie machen? Nee, nein. Okay, wir gucken mal. Also. Wann kommen die? So, hier kommt einer raus. Der hat eine Pistole. Wie viele sind das insgesamt? Da ist einer, da ist einer. Hier oben ist einer. Hier ist einer im Wasser gelandet. Es sind nicht super viele. Also wir könnten es theoretisch überleben. Wie viele Fallen haben wir noch? Zwei hier vorne. Okay. Der versucht hier unsere... Ey, weißt du was? Wir wecken die beiden. Gehen in den Kampfmodus und stellen die hier hin. Nevermind. Stellen die doch nicht dahin. So, hier kommen zwei Stück gleichzeitig rein. Gegen die werden wir versuchen, direkt zu kämpfen. Daneben. Kopfschuss, sehr gut. Okay. Warum geht der raus? Was will der? Der will da reinlaufen. Wir machen den Kampfmodus und stellen den mal hier hin. Der hat unsere Felder angezündet, der andere. Unsere gesamten Felder mit dem Essen brennen ab. Oh Gott. Gab's schon Seven vs. Wild? Ja, direkt davor. Gab's schon.
Ich kann Turi nicht retten. Wir haben niemanden, der Arzt sein könnte. Ey, die beiden Marine-Supersoldaten, die treffen aber auch nichts, oder? Nein. Jetzt ist der durchgedreht und ist auf Beleidigungstour. Das heißt, wir haben nur noch einen, der schießt. Und der wurde getroffen? Wie kann der getroffen werden, wenn der hinter der Wand steht? Das raff ich nicht. Oh oh. Wir gehen mal kurz in Deckung. Damit er in die Fallen reinläuft. Kommt er in die Fallen oder nicht? Der Nahkämpfer kommt in die Fallen. Ja, dreht um. Nee. Okay, der ist down. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Hier hinten brennt uns alles ab. Der Typ hier verbrennt hoffentlich auch. Das sieht gar nicht gut aus. Der Shotgun-Boy kommt nach vorne. Was soll ich jetzt tun? Ja, das war's. Jetzt wird der hier auch noch angeschossen. Okay, versuche mal in den Nahkampf zu gehen. Bringt ja sonst nichts mehr. Ja, der ist aber zwischen allen gefangen, ey. Der wird hier gesandwicht von drei Leuten. Der hier kämpft gegen den Shotgun-Typ. Der Typ ist down mit dem Superschwert. Also einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, ein mysteriöser Fremder kommt und wir können mit ihm Chat retten. Nur der ist auch down. Es sind alle down, die gerade irgendwas machen können. Also außer der hier noch. Der stirbt in 16 Stunden. Der wird jetzt eh umgebracht. Der hier wird entführt. Der hier wird auch entführt. Mysteriöser Fremder ist da. Geil. So, lass mal den ansehen. Der verweigert Brandbekämpfung, weil er Pyromane ist. Perfekt. Die schicken uns einen Pyromanen. Danke. Aber der hat Medizin 7 und geistige Arbeit 10. Okay. Wisst ihr was? Die sollen alle rausholen. Wir versuchen, Turi zu retten gleich. So, gehen die hier raus? Die sollen bitte abhauen. Was machen die? Okay, der entführt den hier noch. Okay. Okay, okay, okay. Erst warten, bis sie weg sind. Ich muss aber jetzt Turi retten. Die laufen jetzt sowieso weg. Nenn ihn Edo P. Erwartet mal. Erstmal müssen die hier weg. Ich hoffe, die machen jetzt nicht das da kaputt, ne? So, hier ist noch einer drin und der entführt den letzten. Okay, die entführen alle unsere Leute. Ist das hier biokodiert? Ja. Scheiße. Mondell will ja auch noch... Was macht der denn da? Nein! Nein! Wer hat gesagt, dass wir das Ding hier hinbauen sollen? Saudumme Idee. Vielleicht war ich das. So, okay. So, wir laufen jetzt hier außen rum. Warum läuft er durchs Feuer? Okay, ist mir aber egal. Okay, wir retten jetzt Turi. So, der haut jetzt auch ab. So, die wurden alle entführt. Okay, die sind alle weg. So, jetzt komm. Wir retten jetzt erstmal Turi. Das ist Prio Nummer 1. Statt hier rauszulaufen, ne, muss er hier alle Wände kaputt machen. Und alle Türen. Okay, die wurden alle entführt. Alles klar. So, Turi wird gerettet. Dann versuchen wir, warte mal, wir machen es jetzt so. Arzt machen wir hier auf eine 1. Patient auf eine 1. Bettruhe auf eine 1. Dann würde ich sagen, bauen muss auf eine 1, auch wenn das nicht gut kann. Weil wir müssen alles wieder zubauen.
Und es brennt innen. Und er kann nicht löschen. Wie kam denn das Feuer durch die Wände durch? Wie geht das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, er zieht sich erstmal in Ruhe um. Und das hier geht auch down. Und ich habe den Boden hier aus Holz gebaut. Warte mal, können wir das hier vielleicht abbauen, damit der Raum abbrennt? So, reiß mal hier die Tür ab. Upsi, sorry Chat, Entschuldigung. So, Böden entfernen. So, wir machen hier den ganzen Boden raus. Danke Chat, dankeschön. So. So, Boden raus. Vielleicht auch den Boden hier weg. Damit wir auf Nummer sicher gehen, damit es nicht durchbrennen kann. Und das Holz muss weggetragen werden. Okay, Holz ist raus. Wenn wir Glück haben, wird dieses Feuer hier komplett ausgehen. Was gibt's denn das hier? Gast ist unglücklich, der wurde doch entführt. Wie kann der unglücklich sein, wenn er entführt wurde? Und Transportkapselabsturz. Okay, eine Hirte namens Malaria ist abgestürzt. Ja, Chat, wollen wir jemanden in die Kolonie aufnehmen, der Malaria heißt? Klingt gut, oder? Ich meine, was soll schief gehen? Stirbt in 6 Stunden. Herz, Arterienverstopfung schwer. Wirbelsäule, Rückenschmerzen. Linkes Auge, grauer Star. Rechtes Auge, grauer Star. Alter 59. Ja, geht er kaum besser. Verweigert nichts, Stubenhocker und Nudist. Das sind gute Traits. Wie weit liegt sie weg? Ich kann... Das schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Das schaffen wir nicht. Nudistenkolonie. Wie sollen wir sie denn retten? Das schaffen wir nicht. Haben wir überhaupt Medizin? Unsere Medizin ist komplett abgebrannt. Unsere Wände brennen hier. Das wird alles abbrennen. Alles wird hier verbrennen. Oh mein Gott. Und er kann kein Feuer löschen, ey. Sechs Stunden reichen locker. Okay, dann machen wir. Ist das hier Wand aus Schiefer? Ich mach hier raus ein Krankenbett. Und wir retten sie. Einfach mal um zu gucken. Vielleicht hilft's ja was. 4Dux hat eine Fressattacke. Oh nein, das ist der. Der kann nicht mehr retten. Das war's, Chat. Retten ist keine Option mehr. Turi ist kalt. Hypothermie zitternd. Ein Truthahn wurde zahm. Okay, wir haben einen Truthahn. GG. Oh mein Gott. Kann Turi laufen? Nee. Okay, also hier, die Oma ist tot. Der Typ hier dreht durch. Es sieht gerade nicht besonders gut aus. Oh, das hier brennt ab. Die Frage ist, wie weit brennt das? Turi ist wach! Nee, Turi, scheiß auf Löschen. Geh einfach, leg dich in das Bett hier und ruh dich aus. Warte mal, hat sie keine Bettruhe auf 1? So, Turi, scheiß aufs Feuer. Ich kann mich da nicht... Achso, weil es kein Dingsbett ist, kein Krankenbett.
So, Tori, leg dich hin. So, wir müssen dann diese Wände hier zumachen. Obwohl, das ist kein richtig geschlossener Raum. Ich glaube, wir hätten sie lieber woanders reinlegen sollen, in das Krankenbett eher. Weil das ist kein richtiger Raum hier, das ist ja offen. Shit, ey. Wieso nicht die zwei Feuer löschen? Die gehen von selbst aus. Hier, schaut mal. Und ein Waffenhändler kommt. Okay. Obwohl. Okay, versuchen wir die beiden zu löschen. So. Ja, die Feuer hier draußen. Der La... Nein! Nein! Jetzt ist sie draußen umgekippt und jetzt liegt sie da in der Kälte und erfriert. Ja, minus 4 Grad und wir haben niemanden, der sie retten könnte. Oh, fuck. Ach, Tori ist Weichei. Scheiße. Oh nein, jetzt sitzt sie draußen, erfrieren und verbrennen gleichzeitig. Vorratskapsel, was ist da drin? Bauteile. Toll. Hör mal, der Typ ist wieder da. Okay, der Typ ist wieder da. Rette Tori, sie brennt! Okay. So, Tori, aber das ist gut, wenn sie brennt, dann friert sie wenigstens nicht. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es läuft alles nach Plan. So, er legt sie auch hier hin. Hier sind die Händler. Vielleicht könnten wir bei denen was verkaufen. Können wir die Sachen, die brennen, einfach verkaufen, alle? So. Verstärkter Lauf. Der brennt. Brennt er noch? Knüppel. Wir verkaufen die ganzen Waffen hier. Alles weg. Alles weg. Plasma weg. 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 Ich verkaufe alles. Es wird eh alles abbrennen. Wir kaufen alles, was geht. Alles weg. Wir finden eh genug Waffen. Da liegen genug rum. Obwohl das Sturmgewehr, das brennt aber auch gerade, ne? Wie viel Geld haben die überhaupt? 1000, okay, geil. Molotovs würde ich gerne behalten, aber die sind, glaube ich, explodieren die auch? Keine Ahnung. Splittergranaten, oh mein Gott. Vielleicht brauchen wir die Molotovs, um uns zu wärmen noch, ne? Schutzweste kommt weg. Und Gold bringt uns gerade auch nichts. Alles weg. Alles weg einfach. Sowas können wir kaufen. Können wir Essen von denen kaufen? Nein, Medizin können wir von denen kaufen. 20 Medizin. Ist es zu viel? Nein. Das Geld bringt uns eh nichts. Wir kaufen einfach nur Medizin. Vielleicht kommen wir durch. Akzeptieren. So. Was liegt jetzt hier noch alles? Da brennen gerade Molotovs. Die werden explodieren, dann ist das hier alles weg. Wir müssen nochmal handeln und die Molotovs verkaufen, weil die gerade brennen. So, Molotovs. Hier. Weg. Geiler Trick. So. Oh mein Gott, ey. Dieser Raum, der hier brennt, wird er noch ein Problem für uns? Ich sage mal nein. Nein, nein, ist alles gut. Ist alles noch in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ich meine, durch das Feuer ist wenigstens schön warm. Nevermind, ist alles offen. Guck mal! Tori wird versorgt. Geil. Was mich wundert, Tori hat gebrannt, aber ihre Holzhand ist noch da. Scheiße. Krankheit, Wundinfektion bei Tori. Okay, wir müssen jetzt Tori behandeln. Weil wenn die Wundinfektion, wo ist denn die überhaupt? Am rechten Bein. Tori hat zwei Beine, wir brauchen beide noch.
So, wurde versorgt. Die Behandlungsqualität ist 100%. Aber warum steht da minus 100? Warum steht da Behandlungsqualität insgesamt 100% und dann slash minus 100%? Was heißt das? Ich weiß, dass der Raum offen ist. Was soll ich machen? Es gibt nicht mehr so viele Räume, die hier funktionieren. Der hier würde vielleicht noch gehen. Da lag sie vorher, drin. Okay, dann machen wir das hier raus. Und dann legen wir sie in ein anderes Bett. So, dann liegt sie jetzt hier unten. 0% Chance auf Überleben. So, okay, lass mal schauen. Die Wundinfektion ist bei 8 oder bei 9%, die Immunität bei 15. Ja, das sieht gut aus. So, das Feuer darf nicht hier hinten ankommen. Lebt Malaria noch? Nein, Malaria ist schon lange tot. Malaria ist tot. Okay, die ziehen weiter, das ist gut. Und wir bekommen ein Geschenk von denen. Glitzerweltenmedizin mal 3, das ist krass. Nehmen wir. Okay, wir werden jetzt versuchen, also wenn Turi wieder auf den Beinen ist und der Typ sich hier ein bisschen erholt hat, dann werden wir versuchen, der braucht eine Tür, dann werden wir versuchen, Chat zu retten. Hier brennt alles ab. Bei Turis Hypothermie. Ich kann aber kein Dings reinbauen, ich kann kein Lagerfeuer reinbauen, weil wir kein Holz haben. Scheiße. Was mache ich? So, Struktur, Tür. Wir machen eine aus Kalkstein, bauen wir hier hin. Damit der Raum schon mal geschlossen ist. Wie kriegen wir diesen Raum hier warm? Es ist minus 1 Grad. Holz abbauen? Ja, aber es dauert doch voll lang. Liegt hier vielleicht irgendwo Holz? Nee, ne? Kann man aus was anderem... Können wir einen Molotow reinwerfen? Nein. Eine Fackel bauen vielleicht. Okay, wir können es probieren mit dem Abholzen. Hier sind Bäume noch. Hier sind Bäume. Hier liegt Holz. Hier liegt Holz. Geil. So, dann bauen wir ein Lagerfeuer bei Turi in der Bude. Gehen wir auf Temperatur, Lagerfeuer. Bauen es hier neben die Tür. So, okay. Öffnen die Wand zum Geothermal-Dings. Ja, kann man das da rein? Wir bauen jetzt einfach mal ein Lagerfeuer, weil das Geothermal-Dings ist auch gar nicht eingeschlossen. So, hier wird es aber wieder zugebaut. Ist das hier gerade eine hohe Priorität? Ich weiß nicht. Wir sollten eigentlich erst die Räume schließen. Machen wir das hier weg, das hier auch weg. Das darf erlaubt werden. Er versagt beim Bauen. Scheiße. Wir haben kein Holz mehr. Aber warte mal, der hat keine Waldarbeit zugeteilt. Machen wir Waldarbeit rein. Der ist aber scheiße ein Waldarbeiter, Typ, ne? Mal gucken, wie viel Holz er rausbekommt aus den Dingern. Holzböden abreißen wäre auch eine Option. Wir gucken erstmal, was er hier rausbekommt. Nichts. Ne, doch, da liegt was. 10. 19. So, okay. Dann Versuch Nummer 2. So, okay. Feuer brennt. Turi wird versorgt. In dem Raum sind... Es ist ein bisschen zu warm. Mach mal diese Tür hier auf. Geht ein bisschen die... Ja, aber besser als zu kalt. Das passt schon. So, wir haben hier noch ein bisschen was zu essen. Wir haben hier noch Mais. Der wird nicht kaputt gehen, weil es so kalt ist. Aber wir haben nicht mehr viel davon. Wir müssten hier, glaube ich, Mahlzeiten einstellen. Kann der Typ kochen? Der hat Kochen auf 0. Oh mein Gott. Oh nee, was ist denn hier los? Und er kann nicht löschen. Wir können nicht löschen. Was mache ich jetzt? Matteo, auch wenn Turi Nudist ist, du musst dir Sachen anziehen. Sie liegt doch in einem warmen Raum, das passt doch.
Ja, die Immunität ist fast geschafft. Der linke Zeigezeh ist abgefroren. Bauteile wegtragen lohnt sich nicht mehr. Rette den Truthahn. Wir könnten ihn schlachten. So, Turi ist fit. Let's go. Okay, Turi, was machst du? Tritt Feuer aus. Hä, wo denn? Warum will sie hier Feuer austreten? What the fuck? Ah, deswegen. So, machen wir hier Homson überall weg. So, können wir noch Chat recovern? Das wäre die Frage. Das ist die Frage. Können wir Chat noch retten? So, ihr meint also, wir sollen Turi Klamotten anziehen. Turi, bitte was anziehen. Ja, aber was? Wo liegen denn hier noch Klamotten? Wir haben überhaupt keine. Wir müssten Klamotten von der Leiche anziehen, das will ich nicht. Nee, da soll sie lieber frieren. So, was wir jetzt erstmal machen müssen, wir müssen die Base wieder zubekommen irgendwie. Oh Gott, das ist viel zu viel hier alles. Wir brauchen Steine. Struktur. Wand aus Kalkstein. So, dann bauen wir das hier wieder neu. Wir brauchen so eine Minimalbase. So, dann Tür aus Kalkstein bauen wir hier. Hier und hier. Der Raum ist dicht. Das hier sieht auch ganz gut aus. Wenn wir hier Strom dran bekommen, dann hätten wir Nährstoffpastespender. Oh nein, unsere beiden Windräder sind kaputt. Oh mein Gott. Also ich würde fast sagen, es ist aussichtslos, ne? Es ist eigentlich aussichtslos. Das kriegen wir nicht mehr gefixt. Ich glaube, wir sollten neu starten, oder? Also, boah. Also das ist wirklich hardcore. Weil wenn der nächste Angriff kommt, wie soll ich den nächsten Angriff abwehren? Das schaffe ich nicht, glaube ich. Und Chat liegt ja hier, der ist tot. Also der ist eingefroren. Ich glaube, der Run ist over. Also wir können noch ein bisschen gucken, was passiert. Hier sind übrigens Büsche, die können wir ernten. Bauen eine neue Base. Ich glaube auch. Also ich glaube, oder meint ihr in dem Run eine neue Base bauen? Chat ist doch eh weg. Nee, der ist nicht ganz weg. Machen wir die Kryptokapsel auf. Ja, ich würde gerne mal reingucken. Okay, bevor wir neu starten, gucken wir in die Kryptokapsel rein, okay? Und gucken, ob wir den retten können. Haben wir noch Medizin? Liegt die noch, oder haben wir alles verbraucht für Turi? Haben wir die gesamte Medizin für Turi verbraucht? Nee, oder? Hey, wir haben noch 20 gekauft oder so. What? Im Inventar, von wem? Das sind nur Überlebensrationen. Links vom Eingang. Welcher Eingang? Hier? Links? Links? Ich sehe es nicht. Beim Feld. Ah, hier. Da sind noch genug Rationen. Okay. Die können wir reinholen. Und dann versuchen wir einmal Chat rauszuholen. Turi ist aber verletzt. So, wir müssen es zubauen, damit Chat uns nicht wegrennt direkt. Oder wenn wir den da rausholen, ist er erstmal ohnmächtig, wir müssen den retten. Wenn du jetzt auf eine neue Map gehst und dort eine neue Base baust, dann sollte Chat doch in Ruhe schlafen können. Oder wird er dann auch angegriffen? Ich glaube, wenn man ein Gebiet verlässt, dann ist das alles weg. Man kann da nicht wieder zurückkommen. Okay, versuchen mal hier zuzubauen.
Und dann setzen wir so ein provisorisches Krankenbett rein. Und wir brauchen eine Tür, die bauen wir hier hin. So. So, dann bauen wir das hier so hin. Machen aus Krankenbett. Und eigentlich Gefangenenbett, ne? Aber machen wir gleich. Nimm mal ein Bett aus der Base. Ja, wir wollen ja nur mal gucken, wie es Chat gerade geht. Wir müssten eigentlich auch hier Medizin hinbringen. Machen wir hier eine Zone hin, Lagerzone. Arbeitsrausch, okay, das ist gut. So, Lager. Verbieten alles, bis auf hergestellt Medizin. Dann machen wir kritisch. So, dann, wo liegt denn die Medizin? Hier wurde die reingelegt. Immer hier drauf, sagen Medizin verbieten und bringen die hier mal weg. So. Okay, Tür wird gebaut. Ich finde, das, was du tust, ist gegen die Regeln, da es Chat nicht gibt. Also oben auf der Leiste, von daher neu anfangen. Was meinst du mit Chat gibt's nicht? Der ist da drin. Ah, der ist da drin. Wie, warum soll es Chat nicht geben? Der liegt halt da drin. Also, ich glaube auch nicht mehr, dass wir diesen Run hier schaffen. Ich will nur gucken, ob wir den da rausholen können und theoretisch ihn zurückholen könnten. Also, wenn Chat jetzt von der Map runter wäre, wir könnten den nicht wiederbekommen, dann verstehe ich's. Aber wir haben Chat ja extra in die Kapsel reingelegt. Also, wir haben ja gesagt, wenn Chat endgültig gestorben... Wir haben ja sogar Chat sogar schon von den Lebenden wiedergeholt. Chat war ja schon sogar öfter tot. Wir haben den wiederbelebt mit Reanimationsnaniten. Und da ging der Run ja auch weiter, obwohl der da nicht mehr da war. Und wenn wir ihn rausholen, können wir ihn wieder in die Kolonie reinholen. Das wäre halt... Aber wir wollen jetzt eh erstmal reingucken, ne? Wir wollen jetzt erstmal reingucken. So, ich muss jetzt hier die Medizin reinbringen. Wo wurde denn hingebracht? Hier hin, scheiße. Nochmal normal. Bring das hier weg. Löschen wir. So, wie viele Mahlzeiten haben wir noch? Fast gar keine mehr, ne? Aber wenn ein Nährstoffpastenspender gehen würde. Wir haben halt gerade auch kein Essen. Wir werden jetzt wahrscheinlich verhungern. Also ich... Was könnte ich noch essen auf der Map? Hier sind noch die Bären. Aber der flippt ja auch gleich, der Typ. Ernte fehlgeschlagen, perfekt. Okay, die soll er essen, immerhin. Hat Turi Hunger? Ernährung, geht so. So, die Medizin ist hier. Wir holen ihn jetzt mal raus. Und gucken, was passiert, okay? Kannst du die Fallen aus deinem Flur entfernen? Wieso? Die hier? Aber das ist unser Fallengang. Den würde ich jetzt mal da lassen. So. So, wir gucken mal. Ist da kein Dach? Haben die kein Dach reingezogen? Ah, stimmt, da ist echt kein Dach. So. So, Dach ist drüber. So, Turi. Rausholen. So, jetzt. Der war kurz davor zu sterben, ne? Da fehlt eine Wand, sehe ich gerade. Scheiße. Oh nein, da fehlt eine Wand. Aber 11 Stunden haben wir noch. Kann der Typ hier eine Wand bauen? Dann bringen wir ihn in die Base. Wenn wir eh 11 Stunden haben, dann machen wir hier raus jetzt ein Gefängnis. Dingsbett, dann bringen wir ihn einfach in die Base.
So. Dann können wir die Medizin auch wieder zurückbringen. Dann löschen wir die Dings da drunter. Sagen wegtragen, dann wird es wieder reingetragen, hoffentlich. Wegtragen, let's go. So, wo ist Turi hier? Lies mal Tür zu machen. Ja. Die hier. So, Chat wird versorgt. Erstmal ohne Medizin. Okay, sieht gut aus. Oh Gott, ey. Da lagen noch Drogen auf dem Weg. Nein. Der Typ ist zum Feuerteufel geworden. Wir müssen Chat was zu essen geben. Ich glaube, es geht nur roher Reis. So, und der Typ ist jetzt Feuer. Oh, der legt aber Feuer hier. Das ist nice. Das ist gut. Das ist egal. Kann er ruhig machen hier. Zünde alles an. Das ist sehr gut. Mach weiter so. So, dann füttern wir ihn mal. Chat freilassen. Geht das jetzt schon? Ist schon auf freilassen, by the way. Wir müssen bei Turi Aufsehen einteilen, glaube ich. Kann das sein? Und dann können wir... Nee. Homson wegmachen. Genau, wir machen die Homson jetzt hier weg. So, lass mal gucken. Er hat ein bisschen was gegessen. Ja, freilassen oder rekrutieren? Das ist nämlich die Frage. Wenn wir ihn jetzt freilassen, gehört er dann wirklich wieder zu uns oder nicht? Er hat einen Widerstand. Freilassen, damit er wieder im Team ist. Auf gute Medizin stellen. Freilassen geht. Ja, aber warum, also wie geht das? Das ist die Frage. Ich habe hier Freilassen eingestellt. Aber ich kann es mit Turi nicht auswählen. Ich kann ihn nicht freilassen. Erst wenn er wieder laufen kann. Er muss erst laufen können. Okay. Ey, wir haben halt kein Essen mehr. Ey, wo ist unser Truthahn? Tot. Oder weg. Sind hier andere Tiere, die wir schlachten können? Sonneneruption ist uns egal. Geh jagen. Ja, das Problem ist beim Jagen, Turi verweigert Gewalt, kann also nicht jagen. Der andere Typ könnte jagen. Okay, dann versuchen wir mit dem anderen Typen zu jagen. Wir geben ihm erstmal eine bessere Waffe. Gibt es hier irgendwas, was besser ist? Nee, wir haben alles verkauft und liegt hier draußen noch was? Hier liegt so eine Uzi. Ist zum Jagen nicht optimal, aber besser als eine Shotgun. Lag hier nicht auch ein Karabiner? Dachte ich zumindest. Chat auf Anwerben stellen. Er kann wieder laufen. Und dann können wir ihn noch jetzt freilassen. So, wir gucken jetzt, was passiert, wenn wir ihn freilassen. Das sieht nicht gut aus. Doch, er gehört zu uns. Der musste nicht rekrutiert werden. Also die Leute, die gesagt haben, freilassen funktioniert. Danke. So, geil. Chat ist also offiziell wieder in der Kolonie. Das ist krass. Wollen wir dem noch ein bisschen Ambrosia reinballern? Der hat zwar schon Ambrosia einmal gegessen, aber vielleicht hilft er noch ein bisschen. Im Fluss liegt Essen. Stimmt.
Wer kann das holen? Turi schläft gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass Chat gleich umkippt. So, Chat ist ja komplett im Arsch, ey. So, Chat isst jetzt erstmal was. Das Zimmer hier sieht ganz schön im Arsch aus. Aber wir können das Chat wieder geben. Machen das hier mal raus. Chat. Was ist für eine Tür? Kalkstein. Dann sollte... Ah, der will die sogar essen. Dann machen wir den Shift rein. So. Bitte nicht im Fluss umkippen jetzt. Ja, schön was essen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir müssen jetzt unsere Prioritäten setzen. Wir brauchen als erstes eigentlich Essen. Das heißt, wir müssen jagen, glaube ich, und dann... Was machen die denn hier? Okay, der baut hier die Tür zu. Wir haben hier noch Reis. Wenn wir die Nährstoffwasserspender in Betrieb bekommen... Aber wir haben keinen Strom, den wir benutzen könnten. Wir müssten also erst ein Windrad bauen. Oh, ich glaube, wir müssen erstmal ein Lagerfeuer benutzen. Das heißt, wir brauchen Holz. Turi holt Holz. Nee, die Fallen sollen erstmal nicht aufgebaut werden. Ich glaube, Turi sollte... Gott. Totes Tier im Gehege. Stimmt, da oben ist Essen. Das tragen wir rein. Ich kann der hier reinholen. So. Dann Chat baut diese Tür. Ich glaube, also weiß nicht, ist ein Lagerfeuer vielleicht die beste Option, um Essen zu machen? Autoreparatur erstmal unten aus. Ne, die sollen ja schon die Base wieder aufbauen, das ist schon okay. Aber wir müssen erstmal Essen machen. Deswegen, ich glaube, Chat sollte einfach ein Lagerfeuer jetzt bestücken. Am besten das hier. Und dann... stellen wir hier Kochen ein von einfachen Mahlzeiten. Einfach Mahlzeit kochen. Wiederhole, bis du X hast. Wir gehen mal auf 6 Mahlzeiten. Das ist schon relativ viel. So, dann gehen wir hier rein und stellen bei Kochen Chat auf eine 1. Reinigen ist gerade nicht so wichtig. Das kann der andere hier auf eine 1 machen. Waldarbeit ist okay. Das Feuer ist in Ordnung. Das passt. Dann gehen wir mal hier drauf. Befehle. Holz hacken. Oh, der ist aber auch scheiße beim Bauen, der Typ. So. Okay, lass mal ganz kurz gucken, wer ist hier am besten worin. Also, Chat sollte auf jeden Fall Kochen auf der 1 haben, weil hat er die höchste Fähigkeit. Nee! Turi hat Kochen auf einer 10. Turi soll kochen. Chat geht hier raus. Bauen ist hier gut bei Chat. Das heißt, wir machen Bauen bei Chat hoch. Was wir machen, bauen bei Pidux raus. Machen es bei Chat, bei Turi auf und auch auf eine 1. Waldarbeiten, das heißt, oh Mann, Turi ist ja überall gut. Scheiße. Ich glaube, Dings, also der Typ hier sollte in erster Linie putzen und reinigen. Turi bauen noch 2. Ja, beim Bauen bei Turi haben wir rausgemacht. Auf eine. Achso, nee, auf eine 2, genau. So, Feldarbeit, da müsste Turi eigentlich auch auf eine 1. Was für Temperaturen haben wir denn gerade? Wir haben draußen 8 Grad. Es ist gerade Winter. Ah, könnte schwierig werden. So, Turi schläft. Wir müssen die Räume hier schließen. Was ist das für eine Tür? Kalkstein. Der Raum hier ist auch geschlossen, wir haben keine. Die Leute erfrieren, glaube ich. Putzen und reinigen, aber ich meine transportieren und reinigen natürlich. Bettruhe bei Chat. Ja, könnten wir auch einstellen. So. Das Feuer hier nervt. Ich würde mal die Homezone hier wegmachen, weil die Wände brennen eh nicht und das Feuer ist uns eigentlich egal. Alles, was außerhalb der Base ist an Feuer, ist nicht schlimm für uns. So. Alright.
mache hier mal alles weg. Hier, den können wir jagen. Was war das? Da kommen Reisende. Okay. So, dann lassen wir den hier mal jagen. Reinigen und putzen. Turi kocht und macht die Felder. Sehr gut. Aber werden die Felder nicht erfrieren? 2 Grad draußen. Ist gefährlich. Geothermie haben wir noch nicht zu Ende erforscht. Geothermie kann ich noch nicht bauen. Wir müssen, glaube ich, erstmal Tiere jagen. So, die werden hier reingebracht. Das ist schon mal gut. Dann, was wir wieder aufbauen sollten, ist unsere Schlachterbank. Scheiße, Lagerfeuer ist noch nicht an. Was essen die ganze Zeit? Warum ist Chat verletzt? Warum ist Chat noch verletzt? Ey, wir haben doch... Ihr habt doch Holz in Auftrag gegeben. Warum fällt das keiner? So, wir holen uns mal hier Holz. Okay. Geothermie, Wärme ins Haus leiten. Da muss ich aber umbauen. So, dann machen wir das als nächstes. Befüllen das. So, der Typ hier transportiert, ist sehr, sehr gut. Hungernde Kolonisten ist gar nicht gut. Was haben wir hier? Ich glaube, solange wir das hier nicht haben, müssen wir so eine improvisierte Schlachterbank bauen. Produktion, Schlachtplatz. Keine Ahnung, wo wir den machen. Vielleicht einfach hier draußen. So, stellen wir ein. Aufgabe, Aufgabe hinzufügen, Kreatur schlachten, wiederhole für immer. Bis wir genug Holz haben, um eine Schlachterbank zu bauen. Du hast viele Baupläne offen, wo das Haus direkt verbaut wird. Das Holz, meint ihr? Ach so. Wegen den Fallen, ne? Ja, aber ich habe so ein bisschen Angst. Also wenn wir die Hälfte von den Fallen rausnehmen und die Hälfte von den Türen hier auch rausnehmen und dann ersetzen wir die Türen mit Sandstein. Haben wir noch genug Sandstein? Kalkstein haben wir noch ein bisschen was. So, dann gehen wir hier auf Struktur. Was ist denn das? Tür aus Kalkstein. Dann bauen wir erstmal nur die wichtigsten Türen auf, damit die nicht in unsere Base reinkommen. So, das hier muss auch wieder gefixt werden. Das hier auch. So, und hier müssen wir dann nach und nach reingehen. Vielleicht machen wir erstmal eine priorisierte Tür hier rein. Okay, so. Hier liegt noch Essen, das ist aber zu wenig. Da liegen noch die Tiere, die werden aber nicht erfrieren. Das Feuer brennt jetzt. Wir können also ab morgen kochen. So, Turi, was hast du vor? Kocht. Sehr gut. So, leider ist das Feuer sehr weit weg von der, von dem, wo das Essen gemacht wird. Alarm auf der anderen Seite ist offen. Hier. Ja, gut. Mal so zubauen. Was ist denn das hier überhaupt? Das können wir eigentlich abreißen. Tür aus Stahl will ich nicht. Tür aus Holz will ich auch nicht. Bauen wir so zu. Okay. So. So, soweit, so gut. So, wo werden die Mahlzeiten denn gelagert, wenn die gemacht werden? Das ist scheiße, dass Turi so oft hin und her laufen muss. Eigentlich bräuchte ich ein Lagerfeuer. Ich bräuchte das hier wieder. Ey, wisst ihr, was wir bauen müssen? Ein Windrad. Das wird jetzt auch gerade gebaut von Chat. Oder zwei. Na, ich glaube, ein zweites eher nicht. Ich verbiete es mal ganz kurz. Chat soll erstmal ein Windrad bauen. Dann müssen wir den Strom wieder bauen. Und dann könnten wir hier dran kochen, was schon ein Riesenvorteil wäre. So, was, Matteo, neue Frisur? Warum mache ich eine neue Frisur? Nee. Da ist immer noch alles offen. Ja, ja, aber wir können nur nach und nach alles fixen. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen.
So. Hier, dann hier ein Stuhl. Wie viel Stahl haben wir noch? 130. Reicht es, um das hier zu bauen? Seltene Trombos kommen. Okay, Chat schläft. Auch noch eine Windturbine. So, hier wird gebraten. Wo wird das Essen hingebracht? Hier, neben den Tisch. Zumindest das. Wir bräuchten aber hier einen Stuhl, den man benutzen kann. Da kommen Großhändler. Ja, gut. Die machen ein bisschen Sauerei. Was heißt erzwungenes Wetter? Wir haben eine Wetterkontrollstation, die uns hier Nebel reinhaut. Aber die können wir gerade nichts ändern. Essen kaufen könnten wir probieren. Wir handeln mal mit denen. So, wir haben 1200. Die haben Esel. Wir könnten Esel kaufen, will ich aber nicht. Wir können Fleisch kaufen. Pemikan können wir kaufen. Let's go. Wir kaufen einfach einen Shitton Pemikan. Medizin haben wir noch genug. Windrad ist fertig. Okay, geil. Diese Klamotten hier, die sind alle schlecht und vergammelt. Die verkaufen wir alle. Ambrosia behalten wir nochmal, falls die Leute ausflippen. Den Lauf behalten wir auch nochmal. Glattes Leder, das ganze Leder verkaufe ich auch. So, Reis. Wollen wir noch Reis von denen kaufen? Esel aber beste. Ja, Esel sind geil, aber wir können die gerade nicht durchfüttern. Es ist gerade Winter. Reis kaufen. Reis oder Beeren. Was ist denn günstiger? Der Reis. Wovon werden wir mehr satt? Wir haben 400 davon. Wir sollten unser Geld loswerden. Ich kaufe mal das ganze Essen hier auf. So, ich kaufe einfach alles. Da haben wir erstmal kein Essensproblem mehr. Beeren halten nicht lang. Es ist kalt. Es sind draußen minus 10 Grad. Also, ich hoffe, es hält noch. Okay, dann kaufen wir mal so viel. So, so viel. Den Rest lassen wir mal alles so. Viel zu viel ist vergammelt doch. Meint ihr, die Beeren vergammeln? Okay, dann machen wir die Beeren weg. Machen wir die Beeren weg. Wir kaufen den ganzen Reis, wir kaufen das ganze Pemikan. So. Okay, dann. Das Windrad wurde fertig gebaut. Geil. Dieser Stumpf hier muss entfernt werden, damit es jetzt richtig dreht. Dann brauchen wir hier ein Stromkabel. Reispflanzen sind erfroren, ist noch zu kalt. Das hier können wir reinbringen. Das hier bitte auch. Bitte nicht essen. Verpisst euch von meinem Essen. Verpisst euch von meinem Essen! Die snacken das alles weg, Mann. Okay, aber es wird schon mal reingeholt hier. Okay, das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. So, dann müssen diese Wände hier wieder zugemacht werden. Warum ist hier Feuer ausgebrochen? Warum ist hier einfach Feuer ausgebrochen? Stromkabel oder was? What the fuck? Okay. So. Dann bauen wir. Ich will diesen Raum hier zubauen, damit die mal einen richtigen Raum haben, wo sie essen können. Das heißt, wir brauchen hier auch Stühle. Ich bräuchte einen Stuhl aus... lass doch mal einen Marmorstuhl bauen oder sowas. Geht das? Nee. Warum kann man keine Stühle aus Stein bauen? Was machen die Trombos? Keine Ahnung. So, hier wird gebaut. Wie sieht der Strom denn aktuell aus? So, Stromleitungen sind verbunden. Dieser Raum hier wird sogar gekühlt. Auf wie viel steht er denn? 51 Grad, perfekt. Wir machen mal minus 10, weil es eh kalt ist. So, dann würde ich gerne das hier verbinden, weil dann müssen wir gar nicht mehr kochen. Das wäre doch noch geiler, wenn wir hier den Strom reinleiten. So, wir gehen hier rein. Hier und hier. Dann bekommt das Ding hier Strom, dann brauchen wir Trichter. Wie viel Stahl haben wir noch? 122. So, bei Diverses sind die Trichter, oder? Nee, wo waren die denn? Bei Produktion? Trichter. Wir bauen erstmal drei Stück dran.
Okay, die anderen ziehen weiter, das ist gut. Wie viel Grad haben wir hier drin? Es ist eiskalt. Okay, wir müssen nicht mal kühlen eigentlich. Pemmikan liegt draußen. Stimmt, wir müssen den Pemmikan aber hier drin lagern. Ich kann diese Zone hier erweitern. So. Haben wir hier Lager, wo ist Nahrung, Mahlzeiten, Pemmikan rein. Pemmikan kommt hier raus. Okay. Dann soll der reingebracht werden. Nice. Wollen wir Stühle aus Plastall bauen? Puri wird sterben. Wieso? Puri hat eine leichte Hypothermie. Oh, wir müssen diese ganzen Räume hier mal sauber bekommen, ne? Immer noch kein neuer Run? Nein, wir versuchen gerade den alten zu retten. Kriegen wir das irgendwie hin, dass wir hier... Der Raum hier ist doch warm. Wie wäre es, wenn wir daraus das Bett von Turi machen? Weil Turi schläft ja die ganze Zeit nackt. So, dann kann sie hier drin pennen. Das ist schon mal gut. Dann der Typ hier pennt da drin, was auch in Ordnung ist. Ein Kalkstein-Meteorit kam runter, der ist mir egal. Dann bauen wir diesen Raum hier noch zu. So. Okay, das hier kann weggebracht werden. So, warum hat das Ding hier noch keinen Strom? Warum wird das Stromkabel nicht gelegt? Ah, schaut mal. Ich glaube, dieses Stromkabel hier kann nicht gelegt werden, weil das nicht in der Wand ist. Fuck. Da muss ich erst eine Wand abreißen. Und eine andere Tür versteckt sich im Raum. Matteo, fallen auch Prio. Ja, Sekunde. Also, ich muss erstmal alles nacheinander abbauen. Oder nacheinander klären. So, wir legen jetzt hier das Stromkabel. So, Strom wurde gelegt. Das hier wurde auch gelegt. Das Windrad dreht sich gerade nicht schnell genug. Das hier muss weg. Wir können jetzt auch mal das zweite Windrad bauen, wenn wir genug Stahl hätten. Haben wir, glaube ich, aber nicht. So, das Ding hier. Was ist das hier? Ist der an? Ja, oder? Ja. Okay, so. Jetzt, wo wir das hier gebaut haben, stellen wir die Ernährung um bei allen. Und zwar gehen wir auf Paste bei allen drei. So, da wir aber auf Paste gehen, müssen wir diesen Tisch hier neu montieren. Den bauen wir jetzt hier in die Ecke. Und dann bauen wir Stühle. Der ist nicht an, wegen dem Schalter. Kommt also jetzt an. So, Windrad dreht sich, das Windrad dreht sich auch. Batterien laden jetzt langsam. Okay, so, dann können wir Kochen jetzt ausstellen. So, gestoppt. Und die Mahlzeiten können wir aber noch essen, solange wir den Strom nicht haben. Ne? Das heißt, wir machen es mal so. Wir stellen noch nicht um auf Paste, sondern auf üppig Minus. Dann sollen die erstmal die Mahlzeiten wegessen. Und dann können die das hier essen. So, dann die Trichter müssen auf kritisch gestellt werden, damit das Zeug da reingemacht wird. So. Da ist eine Quest. Können wir uns mal ansehen. Senra, Häuptling der Fraktion der Veo-Verbund, hat uns informiert, dass wertvolle Waren mit einem Gesamtwert von 750... Nee, das ist eine Außenmission. Vergiss es, machen wir nicht. Machen wir auf keinen Fall, Chat. Okay. Chats Raum wieder an die Wand... Ah, stimmt, wir müssen das hier wieder zubauen. Dankeschön. So. Das macht er jetzt mal am besten. Noch eine Rettungsaktion. Das ist auch eine Außenmission. Was heißt, wenn du ihn rettest? Das ist auch außerhalb, ne? Ja. Würden verlegen aus Stein, das ist zu weit weg. Ja, können wir uns gleich mal ansehen. Ich hätte gerne ein Holzlager hier in der Nähe, in der Base. Können wir hier drin Holz lagern? Lager. Rohstoffe, wo sind sie? Rohstoffe. Holz ist sogar doch hier drin. Okay, wird also reingeholt. Wir müssen Fallen aufbauen. Das ist wirklich jetzt die nächste Priorität.
Dann brauchen wir Stühle. Ich brauche unbedingt Stühle, sonst essen die da drin nicht. Und wir müssen diesen Raum hier mal schön machen. So, Möbel. Stuhl aus. Wir haben doch jetzt, wir holen doch jetzt Holz, oder? Lass uns doch mal hier 2 Stühle hinbauen. So, Pemmikan haben wir genug. Wird Pemmikan auch in diese Pastespender reingemacht? Das weiß ich gar nicht. So, okay. So, dann das hier löschen wir. Die ganzen Stühle hier löschen wir auch. Das hier könnte unser Essenszubereitungsraum werden. Das heißt, wir könnten das hier auch verschieben. Neu montieren. Wir bauen das mal hier hin. Wir haben ein Geschenk von denen bekommen. Glitzerweltmedizin. Nice. So, Herd aus. Ja, den Herd machen wir aus, sobald der umgezogen wurde. Das Bett hier können wir auch abreißen. Dann machen wir diesen Raum oder diese Lagerzone ein bisschen größer. So. Trummus können weg, das kann weg, Besuchergruppe kann auch weg. So, jetzt erstmal Fallen bauen. Fallen ist super wichtig gerade. So, ich mache jetzt bei Turi bauen wieder auf eine 1. Weil Essen hat keine super hohe Priorität mehr. Wir waren bei Waldarbeit hochpriorisiert, auch Turi. Da machen wir Feldarbeit bei ihr raus. Und Waldarbeit lernt er doch, der Typ, oder? Wir machen mal bei dem Waldarbeit auf eine 1. So, und dann machen wir mal hier bei Befehle Holz hacken. So, hier auch mal überall hin. Da kommen Leute, die uns besuchen kommen. Das ist okay. Achtung, Hypothermie. Das geht. Hypothermie ist immer nur tagsüber. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir die Leute irgendwie ein bisschen warm halten. Wie warm sind denn die inneren Räume? Die sind eiskalt, der ist 29 Grad. Wir können, wenn wir diese Tür zumachen, können wir das Bett hier auch benutzen. Das wäre, glaube ich, die Lösung. Wir können vielleicht entweder eine Lüftung einbauen oder wir machen die Tür ganz auf. Der Typ in der Typ umbenennen. Wir benennen den Typ gleich um, sobald er hier 1-2 Nächte länger überlebt hat. So, Sandstein haben wir nicht. Hier haben wir noch Kalksteinblöcke. Nehmen wir die hier. So, die bauen wir zu. Was geil wäre, wenn mal alles sauber geputzt werden würde, weil es sieht echt aus wie Sau. So, das hier wird umgezogen. Das hier können wir erweitern. Den Herd hier machen wir aus, weil der soll nicht laufen. Die Frösche kommen gleich wieder. Ja, wir bauen auch gerade Fallen auf. Wir brauchen eine Waffe für Chat. Ein guter Revolver. Haben wir was anderes? Eine Shotgun. Ja, wir bräuchten eine bessere Waffe. Ich habe aber alles verkauft natürlich, ne? Hat Turi gerade rohes Fleisch gegessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie hat Pemmikan gegessen. So, hier drin müsste alles erlaubt sein. Insektenfleisch, nein. Menschenfleisch, nein, ja. Okay. Da die Mahlzeiten gegessen wurden, gehen wir mal hier drauf und gehen mal auf Paste. Okay. Die Tür im Fallengang muss aufgehalten werden. Diese Tür hier, ne? Hier ist übrigens Doppeltür. Warum das? Dann machen wir die hier auch mal auf. So, das hier passt. Wie viel Holz haben wir nicht genug? Okay, in dem Raum hier hätte ich gerne noch eine Lampe. Haben wir noch Metall? Wenig. Wir bauen trotzdem mal ein Ding hier rein. So. Und diese Stühle hier werden auch nicht gebaut, weil wir nicht genug Holz haben. Boah, den Bären würde ich gerne jagen. Shit, wir geben Chat mal, bevor er nichts hat, geben wir ihm mal den Revolver. Fallengang ist vorne nicht offen. Ach, die Tür hier, meint ihr? Ja, stimmt. So. Wir müssen das hier mal bauen. So, wenn das hier zu ist, dann können wir langsam wieder den Fallengang hier außen aufbauen.
So, Turi Pentiers, Feuer ist da. Die Wände sind immer noch nicht zu. Chat schläft. Turi schläft. Der Typ schläft auch. Was ist denn, was macht denn der Typ hier den ganzen Tag? Der isst was. Okay, dann erntet der verbrannten Baum. Okay, der hat also Waldarbeiten. Der besorgt uns Holz. Das ist gut. Wir brauchen definitiv Holz. Was wir bei dem, glaube ich, noch einstellen müssen, ist, dass er es reinträgt. Machen wir mal reinigen bei dem aus. Da macht er nur die beiden Sachen. Waldarbeiten und Transport. Hier liegt ein Hase, den will ich essen. So, was ist Turis? Oh nein, Turis in Trauer. Scheiße. Okay, Turi können wir jetzt erstmal nicht mehr mitarbeiten. Hier wird ein Hase reingebracht. So, die Wände hier werden aufgebaut, das ist gut. Du schottest gerade das rechte Lager so ab, dass nur der Zugang von außen zu dem Lager hast und damit auch die langen Laufwege. Das rechte Lager, das hier. Ah, hier müsste eine Tür hin, ne? Stimmt. Aber dann wird das hier ein Durchgangszimmer. Scheiße, es kommt ein Überfall, Chat. Überleben wir den Überfall? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fallen und nur 2 Leute, die kämpfen können. Ich mach mal eine Wette auf. Just for fun. Die Wette lautet wie immer. Also, wenn ein Kolonist entführt oder getötet wird, gilt die Wette als verloren. So, wie viele sind's? Es sind 4 Stück. Das heißt, wir müssen 3 Stück töten. Und die haben primitive Waffen, was okay ist. Hier sind übrigens, hier sind Tiere, die wir jagen könnten. Du hast in deiner Base die Gänge vergessen. Was meint ihr? Ich weiß nicht, was genau gemeint ist. Also es wird auf jeden Fall eine knappe Nummer mit den Fallen. Das sind nicht viele. Haben wir noch Holz? Schicken wir alle in die Base. Turi könnte halt getötet werden, weil sie umherläuft. Auf was ist der Wert auf den, beim Command bezogen? Das ist hier der Koloniewert. Der Koloniewert war letzte Folge noch auf 90.000 und dann sind wir gedroppt auf, war das 90.000? Ja, nee, 50.000, ich habe die Tage gerade gelesen. 50.000 und wir sind gedroppt auf 27.000. Wir haben die Hälfte an Koloniewert verloren. Kannst du sie nicht einsperren? Ja, schwierig. Also wenn ich sie einsperre, dann ist sie schlecht drauf. Ich würde eher das Risiko eingehen, sie rumlaufen lassen. So, dann gehen wir mit Chat in Kampfmodus, stellen den hier rein und mit ihm gehen wir in Kampfmodus, stellen den hier rein. Greifen die sofort an. Nee, die... Boah, könnten wir noch aus Holz was bauen? Hier ist 3 Holz. Wir haben halt kein Holz gerade, ne? Ja, wir haben keine Zeit einfach. Und eine Falle aus Stein würde auch zu lange dauern. Oder schafft er eine Falle aus Stein? Problem war die Zone. I know, ich weiß, dass die Zone nicht eingestellt war, aber das Holz fehlt ja trotzdem. Ich probiere mal noch eine Falle aus Stein zu bauen. So, dann gehen wir hier auf Sicherheit. Oder haben wir Stahl? Wir haben eine Stahlfalle. Was kostet die? 45, es reicht genau für eine. So, wenn hier 19 sind und da 3, reicht das, um die hier zu bauen?
Oh, der ist kein guter Handwerker, der sollte es eigentlich gar nicht machen. Weil ich eine Falle ab. Ja, ja. Oh mein Gott, Turi geht raus. Nein, Turi, bitte. Bitte geh wieder rein. Bitte geh rein. So, Stahlfalle haben wir jetzt hier. Nice, noch eine weitere Falle. Boah, wenn der die jetzt ausgelöst hätte, ne? So, was ist denn das hier? Steinmetz Werkbank brechen wir erstmal ab. Dann sagen wir, Chatter soll die hier noch bauen. Und die hier noch. Scheiße, sie starten jetzt ihren Angriff. Okay. Der muss in den Kampfmodus. Wir stellen den. Was hat denn der? Der hat so eine Uzi. Dann stellen wir den ein bisschen weiter vorne hin. So, die kommen jetzt. Das schaffen wir nicht mehr. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Okay, wir gehen also in Kampfmodus. Stellen uns hier hin und wir hoffen, dass Turi jetzt da nicht reinläuft. So, los geht's. Daneben. Daneben. Ich gehe mal in Deckung. So, der kommt. Schöner Shot von Chat. Schöner Shot nochmal von Chat. Geil. So, warte mal. Wir lassen jetzt in die Fallen laufen. Noch einmal leicht. Geil, der hat auch getroffen. So, jetzt gehen wir mal hier in Deckung. So, lauf mal ein bisschen in die Fallen, Jungs. Ja, die wollen nicht. Oh, geil, die drängeln gerade. Das ist unsere Chance, nochmal reinzuschießen. Okay, jetzt nochmal in Deckung. Einer ist tot. Was machen die? Okay, der läuft weiter vor. Der ist geschickt, oder? Nice! Chat hat ihn umgeballert. Guys. Okay, das ist ziemlich nice. So, dann gehen wir jetzt hier zurück. Wir lassen den noch einmal schießen. Geil. Nice. So, dann schießen wir den in den Rücken. Geil. Alle tot. GG. So, Believer werden belohnt. Hier ist eure Kohle. So, einer ist hier umgeballert worden. Der stirbt in 5 Stunden. Den schauen wir uns mal einen an. Der ist 19 Jahre alt. Der verweigert Brandbekämpfung. Schneller Lerner und neurotisch, das ist gar nicht gut. Und faul. Nee, das ist eine scheiß Kombi. Dann ist er am Ende doch schlechterer Lerner. Nee, wir lassen ihn sterben, oder? Wir lassen ihn sterben. Nee. Wir wollen nur gute Leute haben. Wir wollen keine Leute, die schnell flippen. Okay, wir könnten ihn aber trotzdem retten und dann freilassen. Zumindest ausziehen. So, das heißt, wir gehen mit allen wieder jetzt hier unbekannt. Dann gehen wir hier aus dem Kampfmodus. Hier aus dem Kampfmodus entkleiden. So, Chat ist was. So, okay, das ist schlecht. Schlecht. Der hat nur schlechte Klamotten. Das ist nicht gut. So, das können wir wegtragen. Chat ist auch gerade was. So. Organe entnehmen. Ich glaube, es gibt einen Malus, wenn wir Leuten Organe entnehmen, oder? Da sind die Leute bei uns in der Kolonie schlecht gelaunt, wenn wir das machen. Nicht unbegrenzt. Aber wir hatten, glaube ich, keine Gefahren mehr. Aber ich weiß, was ihr meint. Es gab hier, glaube ich, keine Gefahren mehr. Nur noch das Ding hier. Das können wir aber eigentlich bald zerstören. Aber ich will erstmal ganz kurz die ein bisschen stabilisieren. Muss unbedingt putzen. Ja. Aber mit wem? Obwohl wir jetzt, wo wir gerade ein bisschen Essen haben, könnten wir wirklich Dings putzen lassen. Wie du. So, reinigen auf eine 1. Raus, raus, raus. Beziehungsweise reinigen auf eine 1 und dann machen wir Waldarbeit hier auf eine 2 und den Rest auf eine 3. So.
Okay, und die Leichen müssen weg. So, die Leichen tragen wir wieder in den Fluss. Die werden dann hier weggespült. Mit allen drei geht's schnell. Mercuri ist jetzt wieder fit. Starker Entspannungsmangel. Scheiße, wir müssen mal irgendwas zum Entspannen bauen. Können wir hier... Warte mal. Also Hufeisenspiel könnten wir bauen. Das würde schnell gehen. Das hatten wir, glaube ich, hier stehen, ne? Okay, wird aufgebaut. Die Leichen werden weggebracht, was sehr gut ist. Und der Typ hier fängt an zu putzen. Okay, das gucken wir uns mal an. Das mag ich. Ich mag es, Leuten beim Putzen zuzugucken. So. Turis Raum ist aber wieder kalt. Behandlung benötigt. Bei wem? Bei Turi? Schwere Hypothermie. Erfrierung. Rechter Zeigezeh. Okay. Wisst ihr was? Auch wenn Turi Nudist ist, wir geben ihr jetzt mal Klamotten. Oh, warte mal. Sie hatte eine gute Mütze auf. Okay. So, das hier können wir wegbringen. So. Turi versorgt sich selbst. Das sollten wir eigentlich ausschalten bei Turi. Sie hat die Erfrierung behandelt. Das Bett hier könnten wir jetzt eigentlich wieder Turi geben, weil der Raum ist nicht besser als der. Okay. Der ist Ambrosia-drogensüchtig geworden, was aber okay ist. Chat ist die ganze Zeit an diesem Tisch hier. Ich würde gerne den Stuhl hier umziehen. Und der isst die ganze Zeit Reis, oder? Oder hat er eine Mahlzeit gegessen? Wir haben doch hier eingestellt bei Zuweisung Paste. Warum essen die keine Paste? Ah, weil das Ding hier leer ist. Warte mal. Das Lager hier ist kritisch. Wir müssen es wichtig machen. Und dann hier und hier umlagern. So. Genau, jetzt wird das hier voll gemacht. Dann können die Paste essen. Dann kriegen die zumindest keine Lebensmittelvergiftung. Und wenn wir einen Stuhl hier dran haben, essen die da drin. Niemand trägt Sachen. Wir haben Transport nicht priorisiert. Wir können Turi über Transport kurz eine 1 reinmachen. Ja, wenn der Typ, der Durchgedrehte, wieder normal wird, dann putzt er schon mal weiter, was schon mal sehr gut ist. Dann brauchen wir mehr Holz. Wir müssen die Fallen dann wieder aufbauen. So, die Stahlfalle hier, die behalten wir. Das hier können wir wegbringen. Okay, dann die Sachen hier brechen wir mal ab. Wir brauchen gerade keine Holzräume oder Sachen, Holzmöbel in Räumen. Holzfallen werden wieder aufgebaut. Das ist sehr gut, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Du hast den Stuhl nicht demontiert, sondern eine Kopie gebaut. Oh. Danke. So. Beziehungsweise, ich hätte ihn auf der anderen Seite gerne. Machen wir es mal so. So. Okay. So, hier ist Reis drin. Wir brauchen auf jeden Fall hier mal Licht drin. 27, was kostet so eine Lampe? 20. Könnte die gebaut werden. Oh, da kommt Holz. Das ist auch gut. Wird schon mal da hingebracht. Dann holt er Stahl und baut jetzt die Lampe auf. Dann haben wir hier schon mal Licht drin. Matteo, der Weg zum Esszimmer geht auch über den Kühlschrank. Ja, das müssen wir noch. Ich muss es anders bauen. Wie wäre es, wenn wir dieses Zimmer hier... zu einem Durchgangszimmer machen? Dann machen wir vielleicht später die Krankenstation dahin. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So. Ich glaube, Turi konnte bauen. Genau, dann machen wir daraus später eine Krankenstation. So, das bleibt frei. Und dann die Möbel können so bleiben von mir aus. So. Ambrosia-Access machen wir weg.
den Kühlschrank etwas verkleinern. Warum? Also wenn ich ihn jetzt verkleinere, den Kühlschrank, dann müssen wir den bald wieder vergrößern. Also ich glaube, die Kühlschrankgröße ist so gut. Für 3 Kolonisten wahrscheinlich noch zu groß, das stimmt, aber ich glaube, wir kommen schnell wieder in Bereiche, wo wir die wieder brauchen. Warum sind Durchgangszimmer schlimm? Weil wenn die Leute da drin schlafen, werden die im Schlaf gestört. Und das wollen wir nicht, weil davon kriegen die einen Malus. Das heißt, wenn wir ein Zimmer haben, wo Leute drin schlafen, wollen wir das eigentlich nicht haben, dass da dauernd Leute durchlaufen. Also eigentlich so wie bei Turis Zimmer wegen mit dieser Tür. Eigentlich auch nicht optimal. So, aber das lösen wir dann später, das Problem. Okay, eine Tür ist jetzt hier drin. Eigentlich müsste diese Tür jetzt hier verboten werden, oder ich muss mal gucken, wie die gleich laufen. Sammeltisch auf den Punkt hier setzen, genau. Wir machen Sammeltisch bei dem Tisch. Ja, wir haben noch keinen Stuhl da, immer noch nicht. Dann machen wir es mal so. Könnten die hier auch gebaut werden? Haben wir 3 Stühle da, dann wäre das schon mal optimal. Dann könnten im Ernstfall... No! Nein, nicht jetzt! Ich habe keine Fallen. Es sind menschenjagende Luchse in das Gebiet eingedrungen. Ich mache mal Wette auf. Sammelpunkt falsch deaktiviert. Ich habe den aktiviert, oder nicht, oder? Sind es nur 2? Achso, hä? Der war doch aktiviert. What the fuck? Da deaktivieren. Da deaktiviert. Okay. So viele Fallen haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wenn wir ganz hinten fighten, geht's. Wenn wir ganz hinten fighten, geht's. So, und Turi bleibt einfach drin. Die schläft ja sowieso. So, die kommen. Es sind echt nur 2 Stück. Wir sind lucky. So, erste kommt. Nice. Ist down. Können wir leider nicht essen. Andere ist hier unten. Kommt er oder kommt er nicht? Kommt. Hä? Nee, kommt nicht. Hä? Hallo? Fress euch. Scheiße. Ey. Das nervt so mit den Türen. Ich will nur kurz anlocken. Wobei das obere, in die obere Tür reingehen dumm ist. Der müsste dahin gehen. Guter Schuss von Chat. Hey, warum haut er wieder ab? Hallo? Steht in 18 Stunden. Nice. Nice. Was? Oh mein Gott. Okay, hat funktioniert. Aber wir können leider beide nicht essen. So, wir tragen die hier weg. Okay. Win. Miau. So. Ich würde gerne auch die ganzen Sachen hier reparieren. Besonders die Türen hier nerven, dass sie dauernd so auf... Na gut. So, wir lassen Chat mal schlafen. Wir haben hier Essen drin. Der Stuhl hier ist da, der Tisch ist da. Der Raum hier muss später schön gemacht werden, aktuell eher nicht. In diesen Raum hier machen wir vielleicht unsere Schlachterbank später rein. Oh, der Reis wächst hier ja. Wow, was? Wir haben Winter und der Reis wächst. Okay, was ist das hier? Ein verzweifelter Flüchtling namens O'Neill. Scheiße, hier Dings. Shepard O'Neill von... Nee, warte mal, wie hieß der? Von Stargate? Wie hieß denn der von Stargate, Chat? Behauptet, von einem rachsüchtigen Ex-Freund aus ihrer Heimat vertrieben worden zu sein. Jack O'Neill heißt er. Wer war Shepard O'Neill? Keine Ahnung. O'Neill bittet dich um Erlaubnis, für 8 Tage in AOK Zentrale Bayern zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bietet sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Okay.
Wenn du sie zufriedenstellst, könnte sie gewillt sein, deiner Kolonie beizutreten. Vielleicht belohnt sie sich später sogar. Oh, geil. Okay, nehmen wir an, oder? Nehmen wir an, oder? Was sagt ihr? Weil ihr arbeitet umsonst. Wir haben gerade genug Essen. Könnte funktionieren, oder? Ja, komm. So. Wo? Da, wir schauen sie mal an. Verweigert nichts. Hart arbeitend. Misogynie. Okay. Raufbold, upsi. Medizin, Doppelflamme 11. Sozial, Doppelflamme 6. Okay. Wir stellen sie mal ein. Machen mal Aufsehen auf eine 1, weil es ja gerade krass ist. Wir könnten sie forschen lassen. Forschen und putzen. Dann wird sie zwar niemals forschen, aber okay. Mal gucken. Waldarbeiter? Ja, maybe auch. Okay, aber Waldarbeiter hat sie 0, also fast gar nichts. Wir schauen mal, wir lassen sie mal hier reinlaufen. Dann geben wir ihr welchen Raum? Das Durchgangszimmer oder hier unten das? Ah komm, scheiß drauf, Durchgangszimmer gehört ihr. So. Dann müssen wir sie noch einteilen auf Paste. Okay. Pidu forschen lassen. Geistige Arbeit, oh mein Gott, der muss forschen. Okay, dafür müssen wir aber erstmal einen Labortisch wieder bauen. Und wir sollten, da unsere Reispflanzen ja wachsen, sollten wir wieder alles bepflanzen. Das heißt, Turi war ja extrem krass in Feldarbeit. Wir machen mal Bauen bei ihr raus, Waldarbeit bei ihr auch raus, Transport auch raus. Sie soll nur kochen, also kochen gibt es ja gar nicht, und Feldarbeit machen. Das heißt, Kochen machen wir wieder raus. Kochen wäre im Prinzip aber die Tiere auseinandernehmen. Wer ist Pidu? Benennen wir gleich um. So, okay. Dann, hier wird wieder aufgebaut. So, das ist gut. Hier werden die Stühle reingebaut. Das ist eine Schlachtbank. Die könnten wir wieder aufbauen lassen. Da brauchen wir nur Holz für. Das heißt, wir brauchen einfach viel mehr Holz. Risiko eines Zusammenbruchs bei O'Neill. Was ist das Problem? Unansehnliche Umgebung, dunkel, beschädigte Kleidung. Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Aber das Zimmer sollte nice sein eigentlich. Ah, übrigens, einer von euch hat mir geschrieben, dass man an Anima-Bäumen kann man ja meditieren. Wenn man das lang genug macht, kann man da, glaube ich, aufsteigen, bekommt so Psy-Kräfte. Und am Anfang, wenn man Psy-Kräfte bekommt, hat man noch keine Ansprüche. Aber wir haben hier, glaube ich, keinen Dingsbaum, oder? Sie kann das Schwert nehmen. Das Schwert ist, glaube ich, biokodiert. Genau, das ist biokodiert. Das müssen wir verkaufen oder wegwerfen. Das können wir leider nicht benutzen. Wir können hier maximal, also eine Keule hat sie jetzt schon, vielleicht einen Bogen geben oder so. Psy-Kräfte geben nie Ansprüche. Ja. Ich glaube, unten links war einer. Hier, das ist ein Anima-Baum. Aber der ist halt sehr weit weg, ne? Das wäre geil, wenn der in der Nähe von unserer Base wäre. So, Holz wollen wir. Ist hier irgendwie noch mehr Holz? Weiß ich nicht. Wo wird ein Holz gelagert? Aktuell gar nicht, ne? Hier ist eine weitere Quest. Die losgelösten Gefangenen, Ratsvorsitzende der Fraktion, Bona und so weiter, hat beim Kampf gegen eine gegnerische Fraktion 2 Gefangene gemacht. Mangels Platz möchte Regina, dass du 25 Tage lang auf sie aufpasst, bis ihr Gefängnis bezugsfertig ist. Boah, Chat. 2 Gefangene aufnehmen. Sagt ihr? Hufeisenspiel. Wir gucken gleich mal noch Hufeisenspiel. Also eher 2. Ja, das ist mir gerade zu viel Action. So, Hufeisenspiel könnte mal hier gebaut werden. So, die Fallen werden aufgebaut, was nice ist. Es wird mega krass abgeputzt. Das ist auch geil. Wände werden repariert. Essen haben wir ein bisschen was. So, Turi bestellt wieder die Felder, was sehr gut ist. Die Felder hier erlauben wir auch wieder. Das ist sogar erlaubt. Das hier unten auch. So, wir bekommen sehr viel Mais. Das ist geil. So, wir müssen jetzt wirklich unsere Defense wieder aufbauen, sodass sie wieder on top ist. Also wir brauchen eine richtig geile Defense. So, das hier lassen wir so. Die Schlachterbank will ich auch bald gebaut haben. Damit wir da wieder richtige Tiere schlachten können. So, wir gehen jetzt hier weiter, bauen hier eine Falle.
dann bauen wir hier eine Falle rein. Warum habe ich diese Tür hier reingebaut, damit wir das zumachen können? Aber eigentlich wäre hier eine Falle besser. Beziehungsweise lassen wir die Falle mal hier in der Ecke. Macht keinen Unterschied. Dann machen wir hier eine hin. So, dann bauen wir das hier wieder richtig aus. Hier und hier. Das reicht dann erstmal. Wovon haben wir am meisten Steine? Marmorblöcke. Die sind eigentlich zu schade, um daraus Türen für den Fallengang zu bauen, weil dann sieht der Fallengang geil aus. Quest abgelaufen. Ja, ja, alles gut. Die wollten wir eh nicht annehmen. Was kostet denn eine Kalksteintür? Da haben wir auch noch ein bisschen was. So, dann versuchen wir es mal mit Kalkstein zu arbeiten. So. Das wäre hier, 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 hier. Dann gehen wir hier einmal im Kreis. Und ich muss dann natürlich hier weiterbauen. Ne? Nee, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Wenn man hier reinläuft, dann muss das ja dazu sein. Okay. Gut. Eine Holzstruktur mit Marmor ersetzen eventuell. Die sind auch super langsam. Ja, aber diese Türen hier müssen nicht super schnell sein. Die werden ja ganz selten benutzt, um die Fallen wieder aufzubauen. Was wir aber echt machen könnten, ist, die Böden, die hier aus Holz sind, alle ersetzen mit Marmorböden. Sind Marmorböden schöner als normale Böden? Neue Liebhaber? Nein. Pidu mit Turi. Okay, das ist aber gut. Besser als jemand mit Chat. Okay, Pidu und Turi sind verliebt. Dann können wir Pidu jetzt auch benennen. Jetzt hat er einen richtigen Platz in der Kolonie. So, wie benennen wir Pidu? Wir gucken mal seine Bio an, Chat. Ist 37 Jahre alt, verweigert Brandbekämpfung, Stubenhocker, Pyromane. Kränklicher Jugendlicher, Höhlen-Welterleuchter. Edo, der Neue, der Typ, Maurice. Edo, Maurice, der Typ Edo, Edo, Edo. Viele, ich sehe viele Edos. Varion, Andi, Varion, Mäntel, Edo. Am meisten habe ich Edo gelesen, dann machen wir Edo. So, der Typ wird jetzt Edo. Let's go. So, das bedeutet aber, dass Edo und Turi in einem Bett pennen wollen. Das heißt, wir werden bei Turi wahrscheinlich ein Doppelbett reinbauen. Aber wir machen erstmal den Boden neu. So, Böden. Böden entfernen. So, gehen wir erstmal hier rein. Entfernen hier komplett einmal den Boden. Den können wir hier drin eigentlich auch entfernen. Eigentlich müssen alle Holzböden raus. Oh, wir haben Stromschwankungen. Wir haben nicht genug Strom. Wir können eigentlich alle machen. Wir können alle Holzböden raus. Wir wollen keine Holzböden mehr. So, nicht entfernen, drüber bauen. Ja, aber dann kriegen wir erstmal den Rohstoff raus, oder nicht? Oder wenn ich jetzt drüber baue einfach, bekomme ich dann das, was da drunter war? Kommst du auch so? Ja, dann machen wir drüber bauen, habt ihr recht. Machen wir das alles weg. Und dann sagen wir Böden. Ich hätte gern die hier. Aus Marmor. So. Alright. Reis reintragen. Wieso? Weil die... Warte mal. Ist der bei uns drin gefangen? Warum ist der bei uns drin gefangen? Der wohnt ja jetzt bei uns. Oha. Esszimmer auch? Ja, eigentlich schon, ne? Das wird er wahrscheinlich unseren Koloniewert krass erhöhen. Der wird für immer die Ernte fressen. Oder wir schießen den ab und essen den. Aber der ist richtig krass. Den können wir erst abschießen, wenn wir mehr Leute haben, die bewaffnet sind. O'Neill ist am Durchdrehen, ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen mehr von denen hier. Dafür bräuchten wir aber auch mehr Stahl.
Haben wir hier irgendwo noch ein Stahlvorkommen, was wir abbauen können? Ja, hier. Wir haben nur niemanden, der das abbauen will. So, hier, hier, hier. Den Rest lassen wir mal. Okay, machen wir weg, machen wir weg. Okay. Vielleicht wird er mit der Zeit zahm. Das wäre geil. Ich hatte noch nie ein zahmes Trumbo. Trumbos sind echt heftig. Also wir können das wirklich reinbringen lassen, weil sonst frisst er das wirklich die ganze Zeit. Nee, ist ja genug Gras, was er auch einfach so essen kann. Okay. Doppelbett und schlechte Laune. Ist richtig. Wo bauen wir das Doppelbett rein? Ich würde sagen, wir verschieben das hier. Neu montieren. Machen wir hier hin. Und dann setzen wir ein Doppelbett. Warte mal, ich muss dann das Bett hier wegmachen. Ganz kurz mal hier weg. Und dann gehen wir auf Möbel. Doppelbett aber aus Holz. Haben wir noch Holz eigentlich? Nee. Können wir ein Doppelbett aus Marmor bauen? Ja. Geil. Doppelbett aus Marmor für Turion Edo. Ist das jetzt 100%? Nee, wir sind noch auf 400%. Wir konnten den Run heute retten. Nein, das ist ungemütlich. Steinbetten sind kacke. Echt jetzt? Aber die Matratze ist doch nicht aus Stein. Betten aus Stein sind unbequemer. Echt? Ach, scheiße. Ja, dann breche ich es ab. So. Machen wir hier. Doppelbett aus Holz. Okay. Tür fehlt der Boden. Rechts unten. Tür fehlt der... Ah, hier. Okay, hier oben wird schon mal angefangen. Aber das ist aber ein richtiges Mammutprojekt jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das hätte jetzt machen sollen schon. Wobei, Holz wird jetzt hier auch angelegt. Wir können die hier alle reinbringen. Die hier können wir auch alle reinbringen. Die hier auch. Das brauchen wir nicht. Die Shotguns können wir eigentlich auch reinbringen. Obwohl, die sind richtig im Arsch schon. Aber okay, passt schon. Wir haben noch ein bisschen Reis. Angebaut wurde aber nichts Neues. Haben bei Turi jetzt die Feldarbeit überschrieben mit irgendwas? Nee. Turi hat immer noch Feldarbeit auf einer 1. Ist es zu kalt? Ja, es ist zu kalt für Pflanzen. Die Turbinen sind beeinträchtigt. Scheiße, sehe ich auch gerade. Wir müssen eigentlich Felder anlegen, damit da nichts Neues wächst. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Anbauzone, die erweitern wir mal. Eigentlich müsste man das so lang ziehen. Sieht natürlich ein bisschen scheiße aus. Aber dann wächst da wenigstens kein Baum mehr. Da, wo die Max liegen, liegen am Berg noch zwei Bauteile. Hier, danke. So. Okay, das dauert jetzt erstmal ewig lange. Und unsere Batterien laufen halt nicht. Wir müssen erstmal diese ganzen Bäume hier fällen. So, Edo, komm. Der hier auch weg. So, okay. Die werden abgerissen, die Bäume. Flur parallel zu den Fallen. Die Kolonisten laufen immer in die Zimmer und sorgen für Ruhestörung. Flur parallel zu den Fallen. Ach so, weil die benutzen halt diese Zimmer als Durchgangszimmer. Das stimmt schon, das ist ein bisschen doof. Aber wie mache ich das jetzt? Wie soll ich das jetzt noch ändern? Wie soll ich das jetzt noch ändern? Ich hätte wirklich da parallel noch Gänge machen müssen, aber dann werden die Zimmer zu klein. Ich glaube, ich muss damit leben. Kühlschrank unten als Gang. Kühlschrank unten als Gang. Was gemeint? Stell die Fallen einfach um. Das macht ja keinen Unterschied, ob die da durchlaufen. Also, ach so, weil die können den so nicht benutzen. Das heißt, wir müssen, wir können die Fallen, ja, ihr habt recht. Wenn wir die Fallen einfach aus diesem Gang hier verbannen, dann benutzen sie den Gang hier.
als Flur zum... Das ist, glaube ich, gemeint gewesen. Das habe ich nicht gecheckt. Dann können wir die Fallen hier reinlegen. Und dann nehmen wir den als Kampfgang. Okay. Ja, sehe ich. Ist eigentlich eine gute Idee. Dauert ein bisschen, aber... So, neu montieren. Hier hin. Neu montieren. Hier hin. Was ist denn der Shortcut für neu montieren? B. Trotzdem ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl, oder? Also dann haben wir hier im Kampfgang haben wir überhaupt nichts, was sie aufhält. Du kannst den Gemeinschaftsraum in die Mitte machen. Jetzt baue ich den aber schon hier oben bei der Ausgabe. Ich würde rechts das Zimmer ändern. Rechts einen Gang und die obere Tür parallel zur unteren. Rechts einen Gang und die obere Tür parallel zur unteren. Also man könnte hier einen Gang reinlegen, wo keine Tür ist, dann laufen die immer da durch. Und dann können die von dem Gang aus zu den Räumen und zu denen. Bei den Fällen fehlen noch Türen. Was meint ihr? Bei den Fallen meint ihr? Haben wir noch Kalksteine? Ja, ein bisschen. Ja, wir verschieben erstmal. So, ich muss jetzt mal die Base hier wieder auf Vordermann bekommen. Im Zimmer oben rechts. Mach erstmal den Umbau jetzt so. Vielleicht überlege ich mir nochmal, wie ich es mal komplett umbauen könnte, aber die reißen wir ab. Rechts der Raum, einfach ein Durchgang. Rechts der Raum. Welcher Raum rechts? Der hier, oder was? Hier einfach eine Tür rein, oder was? O'Neills Zimmer. Ach, hier. Und wo ist hier ein Durchgang? Was meint ihr damit? Zwischen Esszimmer und Flur. Zwischen Esszimmer und Flur. Ist doch hier. Was meint ihr? So, das ist O'Neills Zimmer. Und dann? Da den Flur. Ich raff's nicht. Also O'Neills Zimmer wollten wir sowieso ja später zum Flur machen. Ich raff's aber nicht. Da, wo der Nachttisch steht. Hä? Ich raff's nicht. Davon einen Gang abtrennen. Rechts an die Wand einen Flur. Hier einen Flur runter machen. Aber was? Hä? Wir haben doch eh schon gesagt, dass O'Neills Zimmer reißen wir sowieso komplett ab. Und machen daraus dann unser Krankenzimmer, weil es eh ein Durchgangszimmer wird für die Leute, die hier rein wollen. Oder außen. Hier. Okay, ich brauche einmal einen komplett ausformulierten Satz. Genau, an der Wand, die nach außen gerichtet ist, kannst du einen Flur machen. Dort ist unten eh schon eine Tür. Ah, also hier. Also schaut mal, ich gehe mal in Planung, ja. So, dann bauen wir hier so. So. Und dann benutzen die das hier als Durchgangszimmer. Und hier machen wir noch eine Tür rein, oder was? Oder haben zu wenig davon? Oder nee, jein. Oder meint ihr hier? Oder, hä? Ich raff's nicht. Unterhalb vom Fallengang einen Flur einbauen, alle zwei Zimmer weiter nach unten setzen.
Hochbegabt. Ja, aber es ist schwer formuliert. Oh nein. Okay, wir haben erstmal andere Probleme. Ich habe die Fallen verschoben. Okay. Machen eine Wette auf. Okay. So, Raid kommt. Eine Ureinwohnergruppe der Familie der Oase. Okay. Anscheinend wollen sie Tunnelgräber. Und wir haben zwei Leute mit Waffen und einen mit einem Knüppel. Aber es sind aktuell nur vier. Das ist vielleicht gut. So, wir machen mal hier auf Base. Gucken mal, wo die reinkommen. Kommen wahrscheinlich hier rein. Scheiße, wie kämpfen wir jetzt? Das könnte jetzt problematisch werden. So. Bohrt sich hier durch die Wand. Das heißt, wir stellen O'Neill hier hin. Edo in die Tür. Ne, machen wir diese Tür hier auf Aufhalten. Turi, du musst als Ablenkung dienen. Machen wir schon mal die hintere Tür auf zum Flüchten. Ist schon offen, okay, schlecht. Der schießt dem in den Rücken. Shots. Tot. O'Neill aber verletzt. Aber geht noch. Jetzt kommen die anderen. Noch drei Stück. Ich weiß, dass Turi nicht kämpfen kann. Turi ist nur da, um abzulenken. Also als Tank, sozusagen. Okay, das ist nicht gut. Es wird nur Turi angeschossen, das ist nicht gut. Scheiße. Jetzt fangen die an zu kämpfen. Das ist gar nicht gut. Jetzt O'Neill down. Turi ist auch down. Wann stirbt O'Neill? Keine unmittelbare Gefahr. Turi, keine unmittelbare Gefahr. Der hier wurde angeschossen, hat einen Holzfuß. Keine unmittelbare Gefahr. Da auch nicht. Die entführen die! Die entführen die! What the fuck? Oh mein Gott! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Scheiße, der Chat wird getroffen. Einer down, aber der falsche. Ihr Penner, lasst Turi in Ruhe, Mann! Okay, geil, 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 geil.
Boah. Okay. So, wie schwer ist Chat verletzt? Keine unmittelbare Gefahr. Okay, reicht. Turi, Blutung, O'Neill. Ist es O'Neill? Passt. Wann sterben diese anderen Typen? 5 Stunden, ist einer gut von. 17 Jahre alt, sorgfältiger Schütze, hübsch. Den sollten wir retten, oder? Also der sieht gut aus. Er ist jung, gute Traits, paar starke Begabungen, kann im Prinzip alles. So, der andere hier, der verweigert einfache Arbeit, der ist Pyromane, den retten wir nicht. Und sonst lohnt sich hier, glaube ich, nichts. So, das bedeutet, wir brauchen erstmal ein Gefängnis. Wir machen das hier hinten zum Gefängnis. Ups. So, und das hier hinten zum Gefängnis. Dann sagen wir, dass wir den hier einfangen. Warum? Hä? Ist der Raum zu kalt oder was? Ja, oder zu warm? Sind 28 Grad zu warm? Zone? Keine Ahnung, Zone kann ich sagen. Ich habe Zone. Also okay. So. Ah, war doch Zone, danke. Danke, war Zone. Dann gehen wir hier raus. Wir können Ture eigentlich noch liegen lassen, ne? Und O'Neill. Wir holen erstmal O'Neill rein. So, wir lassen Ture noch ein bisschen liegen. So, dann hier haben wir geiles Zeug. Da haben wir geiles Zeug. Den lassen wir, wie gesagt, sterben. Aufstehen will Ture jetzt gerade eh nicht. So, okay. Wette zahle ich Win aus. So. Okay, der wird versorgt. Schafft er das überhaupt? Ja, tot in 20 Stunden, das sieht gut aus. Lukas ausziehen. Der verpisst sich! Ja gut, lass ihn abhauen. Komm. Wir lassen ihn abhauen, scheiß drauf. Der hat eh nur eine schlechte Mütze und ein schlechtes T-Shirt, das lohnt sich gar nicht. Und der da drunter ist tot. So, wir retten dann noch Turi. Und Chat legt sich schlafen. So, der hier muss aus der Tür raus. Das erlauben wir. Der hier muss weg. Knüppel können wir behalten. Das hier auch. So, Turi wurde reingeholt. Einen Knüppel brauche ich eigentlich auch nicht. So, okay. Barracuda kann wieder laufen. Okay, das ist der hier, ne? Wir stellen mal bei ihm ein. Rekrutieren. Macht O'Neill hier, der holt hier Medizin. Okay. Was ist jetzt los? Barracuda ist Berserker geworden. Der versucht die Tür kaputt zu hauen zu Turi. Damn it. Wenn wir den Kampf jetzt verlieren, dann sieht's richtig schlecht aus. Wir warten jetzt, bis er die Tür kaputt gemacht hat, oder machen wir die auf? Warum schießen die? Hör auf zu schießen! Okay, erstmal schön einen Kopfschuss gegeben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mit allen aus dem Kampfmodus raus. Und dann nehmen wir Chat. Nehmen wir Chat, fangen den ein. Und dann können wir wieder zurück. So, der holt jetzt Medizin. Aber will ich die geile Medizin verbrauchen für den? Komm, wir machen mal ohne Medizin. Come on. Chat kann das schon. Chat ist ein Top-Arzt. Fehlt zwar ein Auge und so, und der war längere Zeit eingefroren. Hat er eigentlich noch diese Dings-Krankheit, diese Krypto-Schlafkrankheit?
O'Neill ist down. Ja, im Bett. Oder was meint ihr? So. So. Nee. Chat geht's gut. So, der hier wurde gerettet, ohne Medizin verbraucht zu haben. Geil. Astralen. So, Turi. Turi redete mit Edo über fette Tiere. Halbe Folge Seven Days, oder was? Mach mal sauber deinen Drecksladen, Mensch. Hä? Wisst ihr, wie sauber... Oh mein Gott. Wisst ihr, wie sauber das hier ist? Vor einer Stunde ungefähr sah es hier aus wie Sau. Da war hier alles voll mit Blut verbrannt. Wir machen jetzt gerade die Böden alle sauber. Also, das sieht schon für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut aus. So, wir müssen diese Tür hier fixen. Aus Kalkstein. Haben wir noch Kalkstein? Nur noch 14. Ich glaube, wir müssen eine Marmortür hier einsetzen, damit das funktioniert. Das heißt, wir gehen mal hier drauf. Struktur, Tür aus Marmor, please. Bumm. Der Bär hier, der liebäugelt ein bisschen zu sehr mit dieser Leiche. Der snackt die gleich weg, oder? Der snackt die doch gleich weg. Kühlschrank? Ah, die Tür zum Kühlschrank. Danke. So. O'Neill putzt, der Bär ist drin. Der Bär ist wieder raus. So, da die Böden ja gemacht werden sollen, würde ich sagen, dass wir jetzt Bauen wieder priorisieren bei den Leuten, die bauen können. Zumindest halbwegs. Weil ich möchte, dass die Böden gemacht werden. So, Edo arbeitet, aber immer die Hälfte wird, glaube ich, ist fehlgeschlagen. Wir haben gar nicht mehr viel Essen, sehe ich gerade, ne? Hier wächst zwar der Reis, aber der wird mega langsam noch wachsen. Ich glaube, wir müssen... Oh nein, O'Neill hat einen Wutanfall. Oh, oh. Schlägt er jetzt drauf? Okay, das ist noch in Ordnung. Solange er nicht auf Leute draufhaut oder auf Medizin oder Waffen, ist alles in Ordnung. Und es kommt eine Kältewelle. Das ist schlecht. Es kommt eine Kältewelle. Fuck. 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 Wie soll ich es abhalten? Wir haben weder Holz. Oh mein Gott. Schnell jagen. Ums Essen geht's gar nicht so sehr. Wir müssen uns irgendwie warm halten. Wir brauchen in jedem Zimmer eigentlich ein Feuer, aber wir haben kein Holz. Oder Heizung. Aber Heizung, wir haben keinen Stahl. Okay, also wir müssen auf jeden Fall Stahl abbauen hier unten. Wir brauchen Stahl für Heizung. Gehen wir hier auf Arbeit. Bergbau. Besser Bergbau wäre Turi und Edo. Mal bauen bei denen raus. Ich glaube, der Boden ist gerade echt nicht so wichtig, ne? Ich glaube, wir sollten den Boden wieder abreißen. Also nicht abreißen, sondern wieder kurz wegmachen. So, weil das muss nicht jetzt gemacht werden. Das machen wir später, wenn wir... Nein! Nein! Der will Turi essen! Oh mein Gott. Fuck. Turi, renn. Oh mein... Der ist Turi! Ja. Gut. Ich glaube, das war's dann mit Turi. Turi wurde von einem Bären gegessen. Also ich versuche jetzt noch zu retten, die beiden sind unterwegs, aber Edo wird zu spät kommen und Chat auch. Guter Shot! Guter Shot! Okay, jetzt muss er aber zurückrennen, jetzt muss er aber zurückrennen. Nein! Nicht Chat! Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, geh du mal in Deckung hier. Guter Stun, guter Stun, guter Stun. Guter Stun. Oh! Das Tech-Team, ey. Okay. So, O'Neill. Geht's gut? Edo, geht's gut? Chat? Geht's auch gut? Turi.
Tod in 3 Stunden. Das ist knapp. Das ist knapp. So, wird Turi gerettet jetzt? Was ist denn das für ein Laufweg? Hä? Ne, Edo läuft da lang. Wo wird Turi reingebracht? In das Bett hier. Wir machen mal... Scheiße, die Laufwege sind... Wie läuft denn der jetzt? Da. Dann holt er hier Medizin. Schafft er das? Krankenbett? Ja, er läuft eh hier rein. Das passt schon. Den Bären finishen. Stimmt. Mach mal diese Tür hier auf Aufhalten, damit die direkt wieder offen ist. Wir machen mal... Die Behandlung von Turi erfolgt bereits. Wir machen gerade ohne Medizin, weil wir hätten keine Tür... Wir hätten, glaube ich, keine Zeit, um die Medizin zu holen, oder? Oder doch? Sollen wir ohne Medizin oder mit? Fuck. Wir machen mit. Mit. Ja, stirb du, Kackbär. So. Schaffen wir es, Turi zu retten? 3 Stunden. Hypothermie. Hypothermie zitternd. Was geht noch? Come on. Okay, 2 Stunden. Dieser Bär, wie viel hält der aus? Wie viele Schläge hält der Bär aus? Okay, immer noch 3 Stunden. Wie viel hält er aus? Okay, hätte ich auch gleich machen können. So. Unnötige Tierquälerei war das. Wir hätten ihn einfach direkt... So, Turi tot in 2 Stunden. Blutung 380%. Immer noch tot in 3 Stunden. Tot in 4 Stunden. Er hätte mir die Medizin nicht geholt, wäre Turi, glaube ich, gestorben. Tot in 6. Tod in 11. Okay, sieht gut aus. Damit war das knapp. Okay, wir brauchen trotzdem jetzt Feuer. So, okay, Turi wurde gerettet. Wie sieht's bei Chat aus? Der ist nicht in Lebensgefahr. Wie sieht's bei Edo aus? Dem geht's gut. O'Neill geht's auch gut. Nur ein paar Brüche. So, hier ist ein Bär, den können wir essen. Müssen wir sogar essen. So, diese Tür hier muss gebaut werden. Wir müssen die Räume warm halten, irgendwie. Chat schläft jetzt erstmal. Das hier muss zugemacht werden. Flüchtling verlässt das Gebiet. O'Neill geht! Ach so, war ja eh nicht bei uns. Oh, ich hatte mich schon so an O'Neill gewöhnt. Ich dachte, O'Neill gehört zu uns, aber O'Neill war ja nur Gast. Geothermie? Wollen wir die Betten? Boah, das wäre vielleicht eine Lösung. Das Geothermie umleiten. Okay, warte mal. Hier ist das Geothermiefeld, ne? Wenn wir hier eine Wand reinbauen und hier das aufmachen, dann können wir einfach hier alles wärmen. Das ist es. Ihr seid so smart, Chat. So, bum, bum, bum. Bum, bum, bam. Dann machen wir hier die Wand raus. Bum. Dann... ziehen wir die Betten um und lassen die alle hier schlafen. Und die machen wir auf. Wir brauchen nur Chats. Wir machen das so. Nehmen das Bett. Neu montieren. Wir setzen das hier hin. So. Und die machen wir dann auf die Tür. So, okay. Quest verfügbar. Arekoskas erzwungene Landung. Ein Shuttle der Fraktion... Reich des Geistes ist beschädigt und sucht einen Platz zum Landen. Der Kommandant des Shuttles will in AOK-Zentrale Bayern landen. Außenwelt der Fraktion Goyum
werden den Absturzort des Shuttles angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. Ja, wollen wir das einfach machen und dann Harriet anschließend nehmen und die schaffen das vielleicht selbst? Also ich würde Harriet hier nehmen. Obwohl, erstmal gucken. 25 Jahre alt, verweigert einfache Arbeit, ist erstmal nicht so geil, aber Bergbau ist stark, sie kann kämpfen, schneller Lerner und bisexuell. Das sind alles nur Vorteile. Geistige Arbeit 11, sie könnte forschen. Machen wir, komm. Wenn sie es nicht schaffen, ist auch egal. Let's go. So. Shuttle abgestürzt. Zum Ort springen. So, hier sind die jetzt. Vielleicht schaffen die es ja von selbst. Keine Ahnung. So, wir lassen Chat ausschlafen. Sobald er aufwacht, kann er sich was zu essen holen. Wo ist Edo eigentlich? Ja, der Berg baut hier, aber wäre das nicht geiler, wenn er das hier macht? So, und wenn Chat aufwacht, abreißen. Let's go. Ich hoffe, der baut sich jetzt nicht ein. So, Turi ist noch zu stark verletzt, ne? So, wir machen das hier auf. Was für Temperaturen haben wir hier? Hä? Warum sind da 13 Grad drin? Ist es nicht überdacht? Warum sind da nur 13 Grad? Das ist ja ein Will. Ah, achso, es heizt immer, wenn es pumpt. Weil das. Wir müssen noch zubauen, ne? Überfall Goyum. Okay, das ist die Quest, ne? Zum Ort springen. Das schaffen die niemals. Obwohl, die haben Gatlings. Die haben 3 Gatlings und es sind nur 5 Leute. Wir gucken mal zu. Die Tür ist offen. Okay, wir gucken mal. Einer ist schon down. Was ist mit dem hier? Warum rennt der weg? Scheiße, von denen ist auch wieder einer down. Die treffen ja gar nichts. Der ist auch down, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Nee, schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Ich kann auch nicht hinlaufen, das geht nicht. Kann der Typ was, der down ist? Keine Ahnung. Hä? Der hat den umgeklatscht und die haben gewonnen. Was? Okay, na gut. Nehme ich den. Das ist okay. Können wir die Gatlings hier benutzen? Nein, die sind biokodiert alle, ne? Aber hier ist Essen. Und wir dürfen die hier auch nicht ausziehen, ne? Tod in 16 Stunden. Tod in 3 Stunden. Hier liegt aber halt noch Essen. Das können wir nehmen. So, der muss jetzt nur überleben lang genug. Dann ist eigentlich alles cool. So, was? Feuerteufel Edo. What? Edo will alles niederbrennen. Ja, das ist doch gut. Der kann hier alles anzünden, da wo er gerade ist. Alles cool. So, wo ist Chat? Ist im Bett. Kommt Chat? Warum ist Chat so langsam? Retten für Ruf? Wie kannst du für Ruf retten? Ja, aber mit wem und wie? Turi liegt im Bett. Und Chat ist selber nicht in keiner guten Kondition. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Quest abgeschlossen. Okay. Warte, was? Welche Quests wurden hier gerade abgeschlossen? Was waren das gerade? Was macht Chat jetzt? Entspannt sich mit anderen. Okay. Harriet kommt. Wo kommt Harriet? So, hat sich jetzt selber behandelt. Und die sterben gleich. Das war die O'Neill-Quest. Okay. Das Bett können wir abbrechen, oder? Nee. Wir müssen das Bett später bauen. Tür zu bei Turi. Ah, die hier, ne? Ja, warte mal, hä? Warum ist sie überhaupt offen? Warum wird die offen gehalten?
Die habe ich auch gar nicht auf Offenhalten gehabt. Wenig Nahrung. Das geht aber noch, der Bär ist ja hier. Ist sie verbuggt? Jetzt geht die wieder. Ich hatte die vorhin auf offen halten, aber beim Bärenangriff. Ja, wegen der Medizin. So, Rettungsshuttle ist eingetroffen. Zum Ort springen. So, rein da, ihr Penner. Steigt er nicht ein? Der verarztet sich noch, oder was? Dach wird, glaube ich, automatisch vom Spiel geplant, wenn der Flur über den Geothermal fertig ist. So. Die können wegfliegen, wenn sie wollen. So, wir müssen jetzt hier die Wärme reinleiten. Könnte Chat das hier bauen? Die lassen wir auf. Wir könnten diese Tür vielleicht sogar abreißen, damit mehr Wärme rauskommt. Abreise in 11 Stunden, okay. Wir können diese Tür hier vielleicht echt abreißen, weil die hält, glaube ich, ein bisschen Wärme ab. So, okay. So, wo ist Edo? Der ist hier draußen. Der holt Stahl. Aber der könnte das hier abreißen. So, wurde das jetzt hier überdacht oder nicht? Da fehlt noch ein bisschen was. Aber das ist kein Problem, glaube ich, ne? Wenn wir das hier abreißen, wäre schon mal gut. Komm, Edo. Reißen Sie es ab. Geil. So, jetzt haben wir... das zählt alles als einen Raum. 15 Grad. Okay. So, dann sagen wir Chat. Er soll das Bett hier umverlegen. Und dann legen wir Chat gleich da rein. Dann machen wir diese Tür hier noch auf. Damit die alle nicht erfrieren. Wobei Turi ist echt am Limit, ne? Wir müssen die mal ganz kurz von Hand aufmachen. So, wir haben jetzt in diesen Räumen hier, haben wir 50, so, immer wenn es mal hochheizt. So, 4 Grad. Erfriert Turi. Hypothermie leicht. Müsste aber sinken, weil die Temperatur... Ja, sinkt. Weil die Temperatur positiv ist. Okay, geil. Das war eine sehr gute Lösung. Doppelbett bei Edo bauen. Stimmt, Doppelbett könnten wir bei Edo bauen. Ihr habt recht. Machen wir jetzt auch. Haben wir genug Holz? Nee, haben wir noch nicht. Plan's trotzdem. Möbel. Doppelbett aus Holz. So, bauen wir hier hin. Feuer, das ist egal. Shuttle fliegt in 4 Stunden weg. Das hier könnten wir später auch alles raiden, ne? Wir werden bald sterben. Den hier würde ich gerne ausziehen, aber es bringt nichts, ne? Wenn wir den ausziehen, kriegen wir Malus. Das bringt nichts. Und Bett für Chat zuweisen machen wir jetzt, ja. So. Okay. So. Soweit, so gut. 13 Grad ist echt noch sehr viel. Dafür, dass gerade noch... Ist noch eine Kältewelle eigentlich? Kältewelle ist noch da, ja. Im Draußen minus 10 Grad. Hier drin sind es kuschelige 12. Rette den. Das geht nicht mehr, glaube ich. Tod in 3 Stunden, das schaffe ich nicht mehr. Bei dem Gefangenen Feuer... Aber wir haben ja noch einen Gefangenen, den habe ich ganz vergessen. Quest fehlgeschlagen. Was? Warum? Warum ist die fehlgeschlagen? Die wollten doch gerade wegfliegen, oder nicht? Was ist passiert? Weil nicht alle im Shuttle waren? Nee, ist egal. Lest mal die Quest. 8 Stunden später wird ein Rettungsshuttle eintreffen, um die Überlebenden abzuholen. Du hast 12 Stunden Zeit, alle an Bord zu bringen. In dem Shuttle befinden sich blablabla 3 Soldaten. Der Kommandant muss gerettet werden, aber die Soldaten sind entbehrlich.
Was habe ich überlesen? Es waren nicht alle an Bord. Ich habe es doch gerade eben gelesen. Die Soldaten sind entbehrlich, steht doch da. Um die Überlebenden abzuholen. Was hat es damit zu tun? Wenn da steht, die Soldaten sind entbehrlich. Ach so, weil... Hä? Nur wenn tot. Das heißt, wenn die gestorben wären, wäre es okay gewesen, oder was? Hä? Wenn der tot gewesen wäre, dann hätte ich die Quest geschafft. Das ist ja saudumm. Und jetzt stehen die einfach hier, machen nix. Oder ist der Typ im Shuttle gestorben? Warum ist das Shuttle noch hier? Dann reiß ich die Shuttle ab, benutze das hier. Hättest du das Shuttle wegschicken müssen? Keine Ahnung. Da stand, dass der Kommandant gestorben ist. Ist das hier der Kommandant? Ich dachte, der Kommandant war der Schwertträger, der hier drin war, oder? Gatling kann ich leider nicht benutzen. Also vielleicht ist der im Shuttle gestorben oder so. Auf Shuttle und dann benötigte. Was denn? Steht hier nichts. Drück mal auf Shuttle und dann unten links. Also Shuttle und dann unten links. Was ist denn das hier? Wähle Ähnliches. Was denn hier? Unten rechts. Wo? Weiß nicht, was ich drücken soll. Unten links im Fenster. Unten links im Fenster. Unten links Inhalt. Benötigt Lötzidu. Das meint ihr? Das hat den hier benötigt. Weil der verletzt, aber nicht tot war. Und dann hätte der ins Shuttle reingemusst, oder was? Okay. Ja, gut. Kann ich jetzt nichts mehr machen. Ist halt jetzt so. Ja, haben wir jetzt einen Typ nicht mehr? Das ist irgendwie bescheuert. Das ist irgendwie bescheuert, dass da steht, die sind egal. Außer wenn die verletzt sind. Hover mal mit der Maus über den. Was soll ich denn machen? Ich kann den da ja nicht reinstecken noch. Kann es, aber warte mal, was ist, wenn der jetzt noch stirbt? Ne, die Quest ist jetzt over, oder? Ich schaffe es nicht mehr, den 0,9 Stunden reinzubringen. Wenn er jetzt stirbt, dann fliegt das Shuttle weg, oder was? Ja, okay, cool. Ein hiesiger Gugui ist verrückt geworden. Oh oh. Edo. Ja, das ist ein bisschen doof, dass da steht, dass die Soldaten egal sind, aber wenn die dann verletzt nicht im Shuttle liegen, dass die Quest doch gescheitert ist, ist schade. Ja, fürs nächste Mal dann, ja. Das war nicht der Kommandant. Ich weiß, dass es nicht der Kommandant war. Das weiß ich. Oder war es doch der Kommandant? Es war kein Soldat. Warte mal, ich gehe nochmal auf die Quest. Historisch. Erzwungene Landung. Der Kommandant muss gerettet werden. Arek Koskas ist der Kommandant. Und das hier ist ein Kommissar. Also im Chat sind wahrscheinlich ein paar Leute genauso verwirrt wie ich. So. Okay, ist aber jetzt eh over. Können wir nichts ändern. So, wir könnten jetzt es so machen, dass wir das Doppelbett hier bauen und dann den Gefangenen hier oben reinlegen. Aber bringt es auch was? Weiß ich nicht. Weil wir müssen die Tür ja zumachen.
Ich glaube, unser Gefangener erfriert uns langsam. Nee, obwohl, das geht ja gerade. 1 Grad. Das passt. So. I will get you. Ja, versuch's mal. Hm? Komm doch rein. Explodiere in unseren Fallen und brenne alle unsere Fallen ab. Das wäre doch geil. So. Okay, das hilft uns aber wirklich viel, dass wir mit dem heißen Geysir. Da können wir auf jeden Fall die Kältewelle überleben. Ein bisschen Essen haben wir auch noch. Der Bär wurde geschlachtet, by the way. Das ist gut. Ah, Schlachtplatz können wir jetzt abreißen. Und hier haben wir die Schlachtbank, die können wir jetzt einstellen. Schlachte Kreatur, wiederhole für immer. Geil. Nice. Feuer, hier unten ist egal. Warum erweitert sich diese Zone eigentlich jedes Mal? So. Der will irgendwie nicht reinkommen. Egal, wir bleiben erstmal drin. Stell Turis Bett mit in die warmen Zimmer. Nee, wir wollen ja dieses Doppelbett bauen. Aber das geht nicht, solange diese Boomalob uns draußen harasst. Wie mache ich denn das jetzt? Risiko eines schweren Zusammenbruchs bei Edo. Was ist denn bei ihm schlecht? Hungrig, leichte Schmerzen. Ach, wartet mal. Wisst ihr was? Die Zone muss angepasst werden. Bei der Base-Zone ist das Essen gar nicht mit drin. So. Okay. Das hier mal alles mit rein. Und das hier auch. So, jetzt dürfen die auch essen, glaube ich. War O'Neill nicht der Aufseher? Auch. Aber ich glaube, wir haben auch noch mehr Aufseher. Ja, hier. Chat auf eine 3. Wir können mal hier auf eine 1 setzen. Verhungert er uns, der Kollege? Nee, das ist noch in Ordnung. Ja. Den Gang auch. Ich glaube, muss man den Gang mit reinnehmen? Nee, die laufen doch hier einfach sowieso einfach durch. Die laufen hier durch. Das Lager können wir noch mit reinnehmen. Obwohl, der Gang, wenn wir die Fallen raus haben, habt ihr schon recht. Wir können den ganzen Gang jetzt mit reinnehmen. Das meintet ihr, glaube ich. Okay. So. Gegessen wurde. Das sieht gut aus. Den Garten noch in die Base-Zone. Ja, können wir eigentlich auch mit reinmachen. Wobei ich eigentlich diese Kältewelle jetzt abwarte. Ist dieser Typ noch draußen, dieses Vieh? Das ist nicht mehr da, oder? Der ist normal geworden. Das heißt, wir können wieder die normale Zone umstellen. Auf die Safe Zone. So. Schaffen wir es jetzt, dass wir Holz abbauen, um dieses verdammte Bett zu bauen. Holzus Hackus. Okay, so, dann gehen wir mal hier auf Arbeit. Waldarbeit. Turi liegt halt im Bett. Machen wir hier bei Chat gerade eine 1 rein. Tür im Esszimmer. Was ist mit Tür im Esszimmer? Es gibt keine Safe Zone mehr. Ja, wir hatten nur noch das hier oben, aber ist egal, oder? Bitte das Wetterkontrollding zerstören. Ja, aber was ändert das? Dann haben wir keinen Nebel mehr. Also da muss ich jetzt eine halbe Tagesreise dahin machen. Das Cappucci. Oh, wir können den Wolf aber mitnehmen. Okay, wir machen eine halbe Tagesreise dahin. Und dann nehmen wir den Wolf mit zurück und diesen Luchs. Geil. Nebel verringert Schießen. Ja, wir schießen halt nicht so oft raus, ne? Nein! Jetzt habt ihr mich hier rausgebaitet und jetzt will uns hier ein Vieh fressen. Scheiße. Wieder so ein Bär. Oh, ist er schnell!
mal Chat jetzt. Fuck. Ja. 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 Oh, mein Gott. So, wieder hier hoch jetzt. Puh. Beim Gefangenen ist noch nicht Rekrutieren eingestellt. Okay, David. Ich guck jetzt nach, ob das nicht eingestellt ist. Und wenn das doch eingestellt ist, dann raste ich komplett aus. Stimmt, ist nur reduziere Widerstand eingestellt. Danke für den Tipp. So, weiter geht's. War aber knapp, oder? So. Wir nehmen dann hier oben den Wolf und den Luchs mit und den Bären dann später noch. Alles kaputt. Alter, Edo. Das sind beide so Meisterschützen, ne? Alter, wie schießt Edo? Richter befüllen, sonst machen die das rohe Fleisch. Dürfen sie gar nicht. Ich glaube, die dürfen nur Pasta essen, oder? Was ist das jetzt? Warum sind die schlecht gelaunt? Warum? Also weil die eine Quest gewonnen haben, ne? Sind die gut gelaunt. So, dann gehen wir mit beiden aus dem Kampfmodus raus. Nehmen. Gehen wir hier unbegrenzt. Dann nehmen wir die hier. Und let's go. Das hier können wir noch erlauben, aber das holen wir später irgendwann. Und den Bären holen wir später auch noch. So. Okay, Fleisch liegt im Trichter drin. Können wir dann später gleich snacken. Jetzt regnet's hier. Ey, den schießen wir auch irgendwann ab. Aber erst, wenn wir geile Waffen haben, mit mehr Leuten. So, Turi kotzt. Okay. Der Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Waffe ist so groß, dass man ihn nicht in Worte fassen kann. Du musst unbedingt mal die Werte im Detail anschauen. Ja, haben wir letztes Mal schon so ein bisschen mitbekommen. Meint ihr, es soll also eher auf so Shotguns gehen, als auf diese schlechten Waffen? Wobei, der Revolver war ja gut, ne? Der Revolver ist gut und die Waffe hier, die ist normal. Soll ich dann eher eine gute Shotgun nehmen oder was? Weil wir haben jetzt nicht super die Auswahl. Bett im Gefängnis umstellen. Oh. So. Wie ich nach 300 Stunden immer noch was über RimWorld lerne. Ich lerne nach 500 Stunden jede Session was Neues über RimWorld. Weil ich auch immer das meiste vergesse, aber auch. 64% ist halber auch fast Schrott. Okay, danke Verfall. Ja, lieber die gute Shotgun. Okay, dann geben wir mal Chat die gute Shotgun. Und Edo bekommt dann den guten Revolver. So. Okay, so Edo sorgt sich hier um Turi. Das ist gut. Wir brauchen aber mehr Holz. Wo ist ein Chat gerade? Hat Chat gerade den Bären reingebracht? Ja. Es sind draußen 18 Grad. Wir haben keine Dings mehr. Wir haben keinen Kälteeinbruch mehr. Das heißt, wir bauen jetzt hier eine Tür rein. Ich will aber eine aus Marmor.
So, wo ist es? Marmor. Boom. Und, scheiße, wie baue ich denn das hier smart? Wie baut man sowas smart? Gar nicht. Nee, warte mal. Scheiße, wie kann man das hier bauen? Böden fertig machen für Holz. Also die Böden abreißen. Ja, wir können hier Holz auch einfach rausholen. Alter! Ey, Donny ist da. Hi, na, was geht ab? Die Tür eine nach oben. Ja, wenn ich die Tür eine nach oben baue, sieht es aber scheiße aus. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Obwohl, die ganze Base sieht scheiße aus. Oh, guck mal, jetzt haben wir die so gebaut. Ist auch geil. Bett versetzen. Hä, warum? Wäre eine Lüftung nicht besser? Die kann man bei Bedarf schließen oder öffnen. Durch eine Lüftung kommt nie genug Wärme durch. Das ist immer nur so ein bisschen, oder? Oder kommt durch eine Lüftung 100%? Ist eine Lüftung besser als eine Tür? Nee, der Gefangene dreht durch. Och nee. Oh, ich will mich nicht immer mit dem Boxen, der nervt. Okay, geh mal hier rein. Hauen dem auf die Schnauze. Oh, nee, Edo kommt von vorne. Ich mache die Tür hier auf Auflassen. Edo bleibt hier. Edo schießt ihm ins Fresswerk. Nee. Chat kommt von hinten. Ja, guter Schuss in die Leisten. Nochmal ein guter Schuss in die Leisten. Renn weg, Edo. Chat kommt von hinten. Jetzt schön mit der Shotgun in den Rücken. Komm. Bam! Oh, der hat nochmal reingeschossen, obwohl der am Boden lag. Scheiße. Ja, 4 Stunden ist alles gut. Recht. Scheiße. Ja, ich wollte keinen Nahkampf machen, weil ich dann sonst verletzt werde. Aber jetzt haben wir den Arm abgeschossen. Fuck. Fuck. Das war saudumm. Ist jetzt wieder hier so ein bisschen. Der ist jetzt wieder so ein bisschen. Naja, wir können ja so einen Holzarm dran bauen. Hauptsache, der überlebt jetzt. Scheiße, aber Arm abschießen ist kacke. Nicht mehr so hübsch, stimmt, der war hübsch, ne? Tür wieder zu, ja genau, wir machen die Tür wieder zu. So, Edo macht das, geil. Bumm. So, der scheint aber zu überleben, Chat hat das hier gefixt. Ja, aber dass wir den Arm abschießen, war unnötig. Also, wir. Es war eigentlich nur ihr Chat, ne? Chat hat ihn abgeschossen mit der Shotgun. So, ich will jetzt aber endlich mal dieses Doppelbett bauen. Kriegen wir mehr Holz zusammen? Warte mal, wir haben noch die Wetterkontrollstation zerstört. Warum ist hier noch Nebel? Ist nix. Ah nee, weil das Wetter einfach so ist. Nebeliger Regen. Aber das ist bestimmt bald wieder weg. Also, ihr meintet, wenn wir den Boden hier abreißen, dann kriegen wir da Holz raus und daraus können wir dann das Bett bauen. Ist eine gute Idee. Das probieren wir jetzt mal. Wobei ich sagen muss, Boden verlegen kostet immer extrem viel Zeit. Aber da geht es dann nicht schneller, wenn wir einfach hier den... Oh, guck mal hier. Wir könnten das Holz hier abbauen. So. Das reißen wir ab. So, wir setzen den besten Mann, den wir haben, drauf an. Edo. Ein Meister des Handwerks. Kaum jemanden, der so gut handwerkt wie Edo. Schläft gerade, scheiße. Geh einfach Bäume kloppen, geht 1000-mal schneller. Es gibt nicht viel. Raumtemperaturen mal checken. Na, wir haben hier entspannte 40 Grad drin. Da schläft man eigentlich am besten. Turi 30 und beim Gefangenen ist nice. Ja, wir könnten diese Tür hier aufmachen. Beziehungsweise wir könnten Chat wieder umziehen lassen.
So, Chat kümmert sich um Turi. Edo und Holz abbauen. Ich höre das Feuerzeug schon klicken. Ja, könnte sein, dass Edo dann wieder so einen pyromanischen Anfall bekommt. Und einfach wieder alles abfackelt. Es gibt echt nicht viel. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. So, hier wachsen wieder sehr viele Bäume, aber die sind noch alle noch nicht reif. Die können wir noch nicht pflücken. Beziehungsweise fällen, ne? Scheiße, wir müssen trotzdem mal probieren. Ich guck mal, dürfen wir? Nein. 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 Das sind alles frische Setzlinge. Hier ist in der, um die Base rum ist nichts mehr mit Holz. Oh, guck mal, was ein klares Wetter. Wir hatten seit 3 Folgen, hatten wir nicht mehr so ein klares Wetter wie heute. Man erkennt halt alles. Geil. Das ist ja richtig geil. Dach über Geothermal entfernen, dann gibt es keine Probleme mit der Hitze. Boah, das ist eine smarte Idee. Aber dann gilt es als offener Raum, solange diese Tür hier noch nicht ab, ne? Mach das hier mal weg. Dann gilt es als offen, weil das hier irgendwie nicht eine Tür ist. Das hier ist irgendwie scheiße gebaut. Turi hat einen Wutanfall. Nee! Nicht den Nährstoffpass zu Spender, du... Verkneif mir, was ich sagen wollte. Nein! 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 Turi! Gegen reparieren hätte nichts gebracht. Jetzt einfach, die hätte unendlich weitergemacht, glaube ich. Oh, die Türen fällt weiter unten. Die hier. So. Das ist dann so Tür an Tür. Geht das überhaupt? Das ist die Rache dafür, dass er den ganzen Tag links liegen gelassen wurde. Hä? Ich lasse Turi nicht liegen. Turi legt sich selber links hin. Das ist nicht meine Schuld. Turi chillt einfach die ganze Zeit. So, komm, Turi, jetzt. Ich will jetzt endlich hier Holz haben. Oh, hier sind Bäume. Schaut mal, wisst ihr, was wir machen? Edo, der alte Superwaldarbeiter. Der kann das überhaupt nicht gut, ne? So, machen das hier alles mal auf nur 3. So. Sobald Edo aufwacht und sein Frühstück gegessen hat. Wacht er gerade? Hungernde Kolonisten, wieso? Das Ding hier wurde aufgebaut. Was macht ein Edo gerade? Entspannt sich, okay. Im Esszimmer Gehegemarkierung abbauen. Haben wir eine Gehegemarkierung im Esszimmer? Oh, stimmt. Abreißen. So. Edo macht die Bäume. Sobald, schaut mal, 25 aus einem Baum. Das ist ja geil. Nochmal 16. 26, by the way. Das heißt, wir können gleich das Bett aufbauen. Königlicher Tributeneintreiber kommt, bringt uns aber nichts. Wir haben weder Gold noch Gefangene, die wir abgeben wollen, außer wir geben diesen Gefangenen hier ab. Aber das will ich nicht. So, Holz wird geholt. Turi ausziehen, sie ist nur Distin. Stimmt, das Wetter ist gerade gut genug. Wir können Turi wirklich ausziehen. Was wird denn hier gebaut? Warum baut denn hier so eine fucking Brücke? Was hat der hier gemacht? Was hat er hier gebaut? Hä? Was soll die Scheiße? Hä, ist er bescheuert? Der soll das fucking Bett bauen. Und jetzt ist kein Holz mehr da. Jetzt macht er Doppelbett. Okay, macht er jetzt. Okay, gut. Brücken abreißen. Ja, keine Ahnung. Warum war das da überhaupt? Bei der Windkraft sind wieder Bäume im Weg. Obwohl wir die Felder da angelegt haben. Stimmt. Scheiße. Scheiße. Aber unsere Batterien sind voll. Wir könnten drüber nachdenken, noch mehr Batterien aufzubauen. Genau, so Turi ausziehen. Das war unser Plan. Inventar. So, Melone weg. Und Stammeskleidung auch weg.
Das hier können wir wegtragen, das hier von mir aus auch. So, schaut mal, wir haben schon wieder Reis. Die Reisernte läuft gut an. Quest abgelaufen, das weiß ich. Wenig Medizin, wenig Nahrung. Wenig Nahrung ist relativ. Wir haben hier wenig drin, das stimmt. Wir müssten mal die hier schlachten. So, wir müssen mal hier einmal reinschlachten. Was macht Edo? Weiß ich nicht. Nudisten dürfen Hüte tragen. Ah. Zu wissen. Wir können ja bei Turi einfach einstellen, dass sie Nudistin ist. Haben wir sogar. Sehe ich gerade. Deswegen hatte sie den Hut vielleicht vorher an. So, Fleisch wurde hier gemacht. Das sieht gut aus. Warum dürfen die überhaupt rohes Fleisch essen? Ich glaube, wenn der Nährstoffpaste-Spender nicht besetzt ist, essen die einfach alles. Kann das sein? Haben wir Stahl? Ja, 118. Wir machen mal einen weiteren Trichter. Noch einen. Bin heute spendabel. Und den Stahl hier will ich weghaben. Alle essen. Geil. So, die hauen ab. Ah, das war eine Handelskarawane. Warum hat denn der hier drauf gekotzt? Weiß ich nicht. Aber ist okay. So. Jetzt, wann wird dieses verdammte Bett gebaut? Edo müsste doch die ganze Zeit nur Bäume fällen, oder? Das macht er jetzt hier. Okay, da kommt natürlich kein Holz raus, weil das nur so kleine Bäume sind. Chad hat eine Lebensmittelvergiftung wegen rohem Reis. Nein! Noch eins, oder was? Timberwölfe. Aber nur zwei Stück? Nur zwei Stück? Keine Ahnung. Wir gehen in die Base. Wir verschanzen uns. Wo ist Chad? Der schläft, ne? Ist gut. Wo ist Edo? Der ist hier drin. Das Bett wurde gebaut! Nach 1000 Jahren! Danke! Geil, ey! Edo und Turi können zusammen schlafen. Let's go. So, dann können wir das hier... können wir demontieren. Das ist ein gutes Bett. Das ist besser als Chats Bett. Wir machen mal neu montieren, bauen das hier hin. Scheiße. Demontieren das erstmal. Im Fallengang fehlt immer noch eine Tür. Wo? Warum müssen die auf offen halten? Scheiße. Oh nein! Transportkapselabsturz. Das heißt, eine verletzte Person liegt jetzt hier draußen rum und die Wölfe sind unterwegs. Bierprophet. Stirbt in 7 Stunden, hat ein Cochlea-Implantat. Verweigert Gewalt, hässlich und Asket. Medizin Doppelflamme 10. Den wollen wir nicht haben, Chat, weil der verweigert Gewalt. Wir brauchen Leute, die kämpfen können. Er ist Organspender. Lull. Ja gut, den lassen wir da liegen. Den kann ich nicht holen. Den kann ich nicht holen. So. Was wir jetzt aber machen können, die beiden Timberwölfe anlocken, maybe, oder? In meinen Kampfmodus. Wo sind die? Hier draußen. Yeah. Oh, fuck. Tür! Tür! Wow! Scheiße. Wollen wir die hier auf offen halten? Die hier auch. Ah, diese Tür hier fehlt. Das meintet ihr, ne? So. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, und ab in die Fallen. Ey, geh von der Tür weg. Nice. Nice. Einer down. Zweiter down. Let's go. So, dann gehen wir hier auf Zeitplan. Gehen wir wieder auf Safe. Weil wir es eigentlich nicht brauchen. Dann den Rest geben und den Rest geben. Vielleicht können wir die essen. Ja, den ersten können wir essen. Geil. Und den zweiten nicht. Na gut. Den tragen wir weg. Lecker, lecker.
Erholung bei Edo noch einstellen. Stimmt. Ups, das ist keine Erholung. So, Entspannung machen bei beiden Reihen. Das sieht gut aus. Den Schlafsack brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Der war ja für Asketen irgendjemand Asketiges. Ja, dann können wir das hier so lassen. So, Chat, aber das ist ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt zu speichern. Also ich weiß nicht, wie wir den Run noch retten konnten. Der war komplett im Arsch. Also der war komplett im Arsch. Turi ist Asket. Turi, nee, Shorty war Asket. Turi ist weicher und Nudist. Also der Run war komplett im Eimer. Es hat keiner mehr gelebt eigentlich. Und Chat war auch nicht mehr da. Und wir haben uns wieder zurückgearbeitet zu diesem Punkt hier. Keine Ahnung, wie es von hier aus weitergeht, aber geil. So, speichern. Die Hochbegabten. Alles wird gut. So, okay. Speichern. Und zum Desktop. So.